idealism prevails. Make the world a better place. Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier bei uns im Palmenhaus und ich freue mich, dass Sie da sind. Nirgends, glaube ich, ist Europa so greifbar wie bei uns in der Stadt, wie in der Region Waldviertel und Südböhmen. Und ich traue mir immer zu behaupten, durch die Grenzöffnung ist Gmünd ins Zentrum Europas gerückt. Und darum freut es mich, dass gerade diese Veranstaltung heute bei uns hier stattfindet. Es gibt viele Dinge, die wir gemeinsam mit unseren Nachbarn durchführen, sei es jetzt in gesellschaftlicher Hinsicht oder auch Dinge, die notwendig sind für die Region. Ich denke an einen grenzüberschreitenden Wirtschaftspark. Ich denke an Schülerinnen und Schüler, die seit 1991 bei uns in die Schule gehen. Ich denke an Kulturfestivals wie das Psychoti, Übergänge heißt dieses Festival und darauf sind wir sehr stolz. Für uns ist es schon Selbstverständlichkeit geworden, dass Europa, das gelebte Europa, im Kleinen natürlich, ein bisschen bescheid müssen wir schon bleiben, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Also gelebte Nachbarschaft in der Mitte Europas wird bei uns gelebt. Und wenn Sie unser Logo anschauen, Gmünd verbindet. Wir wollen auch verbindend wirken mit unseren Nachbarn, mit der jungen Generation, sei es auf jeder Ebene und bei jeder Gelegenheit. Und wenn ich an gestern denke, an die Eröffnungsveranstaltung, die sehr hervorragend war, Zeitenwende, Wendezeit, dann möchte ich bemerken, dass gerade hier bei uns in der Region es immer Wendezeiten gegeben hat. Ich denke an die Geschichte von Gmünd, das kann ich natürlich jetzt nicht erzählen, ich kann es auch nicht so gut wie Harald Winkler. Es gibt wunderbare geschichtliche Führungen bei uns in der Stadt. Ich lade Sie ein, wir haben ein Haus der Zeitgeschichte. Auch dieses Thema würde sehr gut in dieses Wochenende zu den Sommergesprächen passen und darauf sind wir auch sehr, sehr stolz. Ich wünsche Ihnen für heute einen spannenden Abend. Ich bin überzeugt davon, dass er spannend wird und ich freue mich schon sehr darauf. Und jetzt darf ich dich bitten, dass du die Ehrengäste begrüßt, weil du kannst es besser als ich. Geschätzte Damen und Herren, ich heiße Sie, ich heiße euch recht herzlich willkommen am zweiten Tag der 36. Internationalen Sommergespräche. Unser Thema ist ja schon angesprochen worden, Zeitenwende, Wendezeit. Und wenn wir den heutigen zweiten Tag mit einer interessanten Veranstaltung, der Untertitel ist ja bei den Sommergesprächen, warum das Jahr 2020 wegweisend für Europa ist, wird das also sicher ein Highlight bei diesen 36. Sommergesprächen. Frau Bürgermeister, recht herzlichen Dank, dass wir in deiner Gemeinde zu Gast sein dürfen mit dieser Veranstaltung. In Corona-Zeiten ist es wieder ein bisschen schwieriger mit Abständen. Danke, bitte also auch darauf zu achten. Jeder ist für sich auch selbstverantwortlich. Wir haben mit Sitzplätzen so vorgesorgt. Wenn man dann zu den Tischen geht, wieder Masken aufsetzen, werden wir dann darauf hinweisen. Und vor allem haben wir auch dann nachher noch einen kleinen Empfang organisiert, auch da entsprechend, bis man bei den Tischen steht, die wir dann also anstellen werden, also auch den Mund-Nasen-Schutz entsprechend tragen. Uns als Waldviertelakademie geht es wirklich darum, gerade in Zeiten wie diesen, 6 Monate Enthaltsamkeit. Es hat keine Veranstaltungen gegeben, wo es Referate gegeben hat, wo es Diskussionen gegeben hat. Wir haben gesagt, wir wagen uns trotz Corona oder gerade wegen Corona zu Diskussionsveranstaltungen, weil ich glaube, es ist notwendig, der Bürger braucht Möglichkeiten der Begegnung mit entsprechenden Auflagen. Wir haben also da unser Sicherheitskonzept Corona Präventivkonzept entsprechend erarbeitet und ihr habt gestern gesehen, da waren wir über 200 Leute, heute sind wir knapp 67, glaube ich, dürfen wir sein, das geht sich gerade aus, knapp 67, 2-3 Plätze sind noch frei, damit wir auch dieses Thema heute diskutieren können. Es freut mich ganz besonders, hochrangige Persönlichkeiten für dieses Podium begrüßen zu dürfen. Ich darf bei unserem tschechischen Gast beginnen. Herzlich willkommen, der Dr. Wladimir Spittler. Die Vorstellung der
Podiumdiskussionen der Diskutanten macht und Eva. Herr Spittler, recht herzlich willkommen. Ich darf Sie aufs Podium bitten. Herzlich willkommen. Und es freut mich auch ganz besonders, wieder mal zu begrüßen, ich muss jetzt nachdenken, wann das war, Sie waren ja schon mal bei uns in Weiteren bei den Sommergesprächen, es war schon ein paar Jahre her, freut mich ganz besonders recht herzlich, unsere ehemalige Ministerin, Dr. Karin Kneißl, herzlich willkommen hier in Gmünd. Bitte sehr. Und unser Podium ist heute nicht nur gegendert, sondern übergegendert, aber das ist wahrscheinlich ein gutes Signal für eine gute Diskussion. Ich darf auch recht herzlich begrüßen die Frau Dr. Martina Handler. Da ist herzlich willkommen, darf ich Sie aufs Podium bitten. Grüß Gott. Wir, die Waldviertelakademie, haben zwei Programmkuratoren. Der Reinhard Linke, der gestern schon das Programm der viertägigen Sommergespräche, auch wenn es etwas modifiziert sind, ja vorgestellt hat. Ich werde am Schluss der Veranstaltung noch auf die weiteren Programmpunkte hinweisen. Die andere Programmkuratorin seit vielen, vielen Jahren ist die Dr. Eva Gfisterer. Herzlich willkommen. Sie wird heute den Abend für uns moderieren. Wenn die Waldviertelakademie Veranstaltung macht, dann dürfen prominente Personen das Wort ergreifen. Das ist ganz wichtig. Dann wird es eine kurze Diskussion am Podium geben. Ich lade aber Sie jetzt schon ein, im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten auch dann die eine oder andere Frage oder Kurzstatement auch anzubringen. Und was wir jetzt in den offiziellen zwei Stunden nicht ganz unterbringen, es gibt noch einen kleinen Empfang, ich habe schon gesagt, auch da können wir noch mit unseren Referenten die eine oder andere Frage im vertrauten Gespräch diskutieren. Eva, darf ich dich bitten, das Podium zu moderieren. Ich wünsche uns einen spannenden Abend, wegweisend für Europa, warum das Jahr 2020 wegweisend ist. Ich bin überzeugt, nach diesen zwei Stunden werden wir ein bisschen mehr wissen. Wir werden nicht alle Antworten haben, aber wir werden ein bisschen mehr wissen. Und das ist die Aufgabe der Waldviertelakademie. Eva, darf ich dich bitten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie alle gekommen sind und auch, dass wir so ein hochkarätiges Podium haben, Podiumsteilnehmer. Ich werde dann alle einzeln noch vorstellen und es tut mir leid, dass Sie dann beim Empfang diese Masken tragen müssen, aber ich kann Ihnen eine Empfehlung geben und zwar als eine Abwandlung des Kantschen Imperativ. Triff dich also nur mit denjenigen Personen, mit denen du wollen kannst, nach einem allgemeinen Gesetz isoliert zu werden. Ja, ich habe mir gedacht, dass wir vielleicht vom Allgemeinen zum Besonderen gehen. Sie haben ja da die Inhalte gesehen, über die wir heute diskutieren werden und werde einzeln diejenigen vorstellen, die dann das Referat machen. Und ich bitte Sie, auch schon Fragen zu überlegen. Wir werden dann auch eine Publikumsdiskussion natürlich machen und vielleicht, damit es nicht zu lange dauert, auch Fragen sammeln. Ich darf als erstes vielleicht Dr. Karin Kneißl vorstellen. Karin Kneißl haben wir gerade gehört, Außenministerin bis Ende 2019 und sie ist also nicht nur Autorin vieler Bücher, sondern, also das letzte war zum Beispiel eines der letzten, was ich gedacht habe, gelesen zu haben, war Wachablöse, aber sie hat jetzt im Juni 2020 ein Buch vorgestellt mit Heinz Fischer und anderen hochkarätigen Leuten und zwar hat das geheißen Diplomatie, Macht, Geschichte, die Kunst der Theorie und eigene, die Kunst des Dialogs in unsicherer Zeit, so heißt das. Und ich habe bis jetzt nur hineingeschaut, ich habe das zu spät entdeckt und ich muss sagen, sie hat in hervorragender Weise die allgemeinen politische Theorien mit ihren eigenen Erfahrungen als langjährige Diplomatin und auch als Außenministerin beschrieben. Das ist wirklich sehr spannend zu lesen, kann ich Ihnen nur empfehlen. Ich kenne Karin Kneißl schon seit vielen, vielen Jahren, ich glaube mindestens 30 Jahre, weil ich habe sie oft interviewen dürfen und sie werden das jetzt nicht glauben, nicht als Diplomatin, sondern sie war auch Analystin bei der OPEC. Also ich habe auch immer wieder Geschichten gemacht bei der OPEC, wenn sie nach Wien gekommen ist und Karin Kneißl hat wunderbare Analysen gemacht, die kennt sich unglaublich gut aus mit den Ölmärkten. Sie hatte auch eine interessante Biografie, sie hat nicht nur in Wien studiert,
Jus, sondern sie hat auch in der École Normale Administration studiert. Sie wissen, das ist die berühmte ENA in Paris. Das heißt, das ist dort, wo die politische Elite studiert. Also es haben alle Premierminister, bis auf einen, haben alle dort studiert. Das ist ein unglaublich schwieriges Aufnahmeverfahren, wo ich mir erzählen habe lassen, dass einige sogar Selbstmorde machen, weil das so hart ist. Aber der eine, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, einer hat das nicht gehabt und der ist sehr eigentlich belächelt worden deshalb. Wissen Sie, welcher Premierminister Frankreichs nicht die École Normale Administration gemacht hat? Nein, Mitterrand hat sie gemacht, das war Sarkozy. Ja. Und Karin kann unglaublich viele Sprachen. Sie kann 5 Sprachen und dann habe ich gelesen, sogar in Ansätzen Hebräisch und Ungarisch, was ja zu den schwersten Sprachen überhaupt gehört. Wahrscheinlich schwieriger noch als Hebräisch und sie kann auch Arabisch. Sie ist nämlich auch, sie war als Kind oft in Amman, wo ihr Vater Pilot war und für den König Hussein gearbeitet hat. Und dadurch hat sie, glaube ich, dort, ich habe noch gar nicht mit dir gesprochen, aber ich nehme an, dass du als Kind dann schon Arabisch gehört hast und vielleicht später vertieft hast. Ja. Also Karin Kneißl hat auch 7 Bücher geschrieben, also die sind alle sehr spannend und Sie werden heute hören, dass sie sich wirklich sehr, sehr gut auskennt, nicht nur geopolitisch, sondern nicht nur im ostasiatischen Raum, sondern überhaupt, also die Beziehungen Europas zu Amerika oder die Beziehungen zu den ostasiatischen Ländern, zu Russland und so weiter. Ja. Ich würde Sie alle bitten, doch, wenn es geht, sich an die 20 Minuten zu halten. Ich werde jetzt nicht brutal abdrehen, aber dann haben wir halt mehr Zeit für eine Diskussion. Bitte, Karin. Danke. Danke. Ja, das geht besser. Dann schalte ich einmal auf die, dass vielleicht die Präsentation von mir kommt. Können Sie vielleicht weiterschalten, weil das geht nicht. Danke sehr. Vielen Dank, Eva, für die sehr sympathische Einleitung. Ich habe eben auch kurz nachgedacht. Erstens, wann durfte ich das letzte Mal bei Ihnen sein? Und es war der Sommer 2006. Die Erinnerung ist der damalige Libanon-Israel-Krieg, Hisbollah, weil ich kann mich erinnern, das war ein heißes Thema, das wir damals in der Debatte, Menasse war dabei, Corinna Milborn, also ich erinnere mich so dunkel, aber woran ich mich am besten erinnere von dieser Veranstaltung war die großartige Nachtwächterwanderung in Weitra. Also die Konklusionen unseres Podiums habe ich nicht mehr in Erinnerung, aber die Nachtwächterwanderung, also damals war noch mein Hund Elliot mit und die Maria Wurz war so nett, die hat noch den in unserer sehr sympathischen Korrespondenz den Elliot in Erinnerung gehabt, aber ich bin heute mit Winston Churchill da und seinen Gefolge. Aber vielen Dank für die Gastfreundschaft, diesmal hier im Palmenhaus in Gmünd. Mit Gmünd verbindet mich unter anderem ein sehr lieber Gast, der auch da ist, Frau Dr. Katja Weitz, ihre Tierärztin hier, war oft da. Und 2002 einmal länger während der damaligen schrecklichen Hochwasserlage. Also Gmünd ist eine Stadt, die ich ein bisschen erfahren, ein bisschen entdecken durfte über die letzten 20 Jahre und teile da ganz die Einschätzung der Bürgermeisterin, dass sie sich wirklich in dieses Herz Mitteleuropas vorgearbeitet hat, mit all den Verwundungen, mit all den offenen Narben, die in allen Familien hier drinnen sind. Also man kennt es ja noch und als Jahrgang 65 habe ich da auch noch meine Erinnerungen, weil diese Grenze GSSR Österreich war einfach viel, viel undurchdringlicher, als eben es schon möglich war, nach Ungarn zu fahren. Aber Thema, das ich vorgeschlagen habe, auf Ihr Generalthema hin, ist Geopolitik, das neue Schlagwort in Brüssel, die alte Strategie der Großmächte. Vielleicht haben Sie die Antrittsrede von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Anfang Dezember verfolgt. Sie hat damals 2 große Themen in das Zentrum ihrer Rede und ihrer Kommission gestellt. Das eine, der Green Deal, wie geht Europa mit dem Klimawandel um? Und das andere, diese Kommission soll die erste effektive geopolitische Kommission sein. Sie hat den Begriff des Geopolitischen mehrfach in ihrer Rede verwendet, hat auch immer wieder darauf hingewiesen, ein Begriff, mit dem ich nicht so recht umgehen zu weiß, aber vielleicht kann Frau Dr. Handler dann darauf noch eingehen oder Herr Kommissar, die EU muss die Sprache der Macht erlernen. Was ist diese Sprache der Macht? Ist, und das ist jetzt die Frage, die ich für unsere Debatte am Podium und auch mit Ihnen, verehrte Gäste, stelle,
ist diese europäische Integration überhaupt gemacht worden, um als geopolitischer Akteur aufzutreten, so wie es ein Deutschland, ein Frankreich zu Beginn des 20. Jahrhunderts gemacht haben, wie es der Großmächtekrieg, nehmen wir Persien, später Iran, der russische Bär, der britische Löwe, dazwischen die persische Katze, die sozusagen erdrückt wurde in diesem Grand Game, das eben in Zentralasien damals nur um strategische Tiefe, noch nicht um Rohstoffe gewetteifert wurde. Also ist die europäische Gemeinschaft, wirtschaftliche Integration, dann später politische Union mit dem Vertrag von Maastricht 1992 und in all dem, was man entwickelt hat auf Vertragsebene, die Frage, die ich in den Raum stelle, ich kann sie noch nicht beantworten, ich glaube, das ist dann vielleicht interessanter in der Debatte, ist die Europäische Union überhaupt für diesen Zweck geschaffen worden? Und falls ja, mit welchen Mitteln kann sie jetzt diese Sprache der Macht, die reklamiert wird, sprechen? Wie kann sie auftreten in Libyen? Wie kann sie auftreten in Belarus? Welche Mittel jenseits dieser sogenannten smarten Sanktionen, was sind die smarten Sanktionen? Es geht darum, nicht ein gesamtes Land zu sanktionieren, wie man das mit Südafrika beispielsweise in den 60er Jahren gemacht hat, sondern ausgewählte Personen, deren Guthaben einfrieren oder ihnen eine Reisemöglichkeit zu verwehren. Ist das alles, um Außenpolitik zu gestalten? Auch eine Frage, ich möchte sie noch nicht beantworten. Ich habe da meine kleine Antwort im Hinterkopf, aber ich möchte sie nur mal sozusagen als Idee in den Raum hineinbringen. Ist diese Europäische Union vergleichbar für ein geopolitisches Wetteifern, das immer Großmächte gemacht haben und das wir auch heute wieder neu verspüren, eben im Zusammenhang USA versus Volksrepublik China, ob im südchinesischen Meer, Stichwort Taiwan, Stichwort Hongkong-Zukunft oder auch der alte Großmächtekonflikt, Kalter Krieg, Sowjetunion, USA, aber natürlich auch die Einflusszonen, die sich im Nahen Osten nicht zum ersten Mal neu aufteilen zwischen Regionalmächten, Türkei, Ägypten, Israel oder andererseits eben auch China, das hier sehr, sehr präsent ist, versus USA, versus Russland oder manchmal gemeinsam mit Russland, manchmal gemeinsam mit den USA. Also ist diese Europäische Union vergleichbar in ihren politischen Instrumenten, aber ich würde mal sagen auch in ihrem gesamten Gefüge in einen derartigen Wettbewerb einzutreten. Weil aus der Rede von Ursula von der Leyen bin ich persönlich nicht ganz schlau geworden. Und bislang, es hat natürlich die Pandemie seit den Iden des März alles überschattet. Das sind natürlich andere Agenten, die man mit einem bestimmten Kalender vorgebracht hat, jetzt hintangehalten. Darf ich Sie bitten, weiterzuführen? Weil ich glaube, mein Ding reagiert nicht, aber wenn Sie es machen, ist das sehr lieb. Danke. Dass wir einfach auf die erste Seite gehen. Geht es für Sie? Ja, ich drücke, aber es geht nicht. Wenn Sie weiterschalten könnten. Danke sehr. Das ist eine sehr alte Karte eines meiner Lieblingskartografen, Philipp Reykjavík, wenn ich ihn richtig ausspreche. Er hat jahrzehntelang für Le Monde Diplomatique die Kartografie gemacht und ich arbeite gerne mit Karten. Diese Karte stammt aus den späten 90er Jahren und das war meines Erachtens eine sehr vorausschauende Karte. Wenn es sich nicht stört, würde ich da ein bisschen aufstehen, weil das Punkt halt da nicht ganz funktioniert. Ich finde, das ist interessant und das ist bei allen Karten, die man im Le Monde Diplomatique immer wieder findet. Ich habe das immer wieder Studierenden ans Herz gelegt. Schauen Sie sich dort die Kartografie an, weil er einfach einen anderen Blick drauf wirft. Sie sehen, wie klein Europa als Teil der eurasischen Landmasse. Die Karten, die wir alle miteinander in der Schule gelernt haben, mit denen wir sozusagen sozialisiert wurden, wenn ich das so sagen darf, sind eurozentrische Karten. Europa im Mittelpunkt. Und Europa erscheint unverhältnismäßig groß auf diesen traditionellen Karten, die wir kennen. Das hier ist ein anderer Blick und Sie sehen einfach dieses Europa als Anhängsel dieser gewaltigen eurasischen Landmasse. Und Reykjavík hat bereits eben in den 90er Jahren vorausschauend gesagt, das neue Gravitätszentrum ist der pazifische Raum. Eva war so nett und hat mein kleines Buch zitiert, die Wachablöse, also von der transatlantischen
zur pazifischen Weltordnung. Transatlantisch, das war das 20. Jahrhundert, vor allem nach 1945, dieses kurze 20. Jahrhundert nach Hobsbawm, 1918 bis 1989, seitdem befinden wir uns in gewisser Weise schon im 21. Jahrhundert mit all seinen Verwerfungen. Mikajewitsch hat auch damals für Lateinamerika gesagt, wichtiges Zentrum. Und es hat auch so ausgesehen. Sie erinnern sich vielleicht an die Gründung BRICS, Brasil, Russia, India, China, also Brasilien als ein wesentlicher Akteur im Weltgeschehen, nicht nur regional. Auch als Rohstofflieferant, auch im Erdölmarkt. Ja. Die Offshore-Bohrungen, die Brasilien damals angestrebt hat, das waren, also da ging es um gewaltige Ambitionen. Mittlerweile ist Lateinamerika aus verschiedensten Gründen wieder fast in der Versenkung verschwunden. Afrika ist hier noch wirklich in gewisser Weise ein schwarzer Kontinent, leer, ohne Bedeutung. Aber Afrika ist, nicht weil ich jetzt so viel wüsste über Afrika, ich bin da ziemlich ignorant, aber in meinem jetzt gerade erschienenen Mobilitätswendebuch, und ich darf mich da herzlich bedanken bei Herrn Spazierer und seinem Team, dass sie ein paar Bücher aufgelegt haben. Es ist wirklich ganz, ganz frisch aus der Druckerei. Ich habe gestern erst meine erhalten. Eine der wesentlichen Thesen, die ich in dem Buch aufwerfe, ist, ähnlich wie am iPhone steht, Sie kennen das hinten, vielleicht wenn Sie ein iPhone haben, designed in California, assembled in China. So behaupte ich mal, wird am Auto der Zukunft stehen, designed in China, assembled in Africa. Also der afrikanische Kontinent ist nicht nur für die Volksrepublik China als Rohstofflieferant, als Absatzmarkt ein wesentliches Momentum. Er spielt auch in dieser geopolitischen Debatte, die Ursula von der Leyen für ihre Kommission in den Vordergrund gestellt hat, eine wichtige Rolle. Also man hatte ja fast das Gefühl, dass 2016, als die großen Menschenbewegungen aus Nordafrika in Richtung Europa folgten, hatte ich ein bisschen ironisch gesagt den Eindruck, die Europäer wären erst wieder auf ihre Geografie draufgekommen, wie nahe Afrika ist. Ja. Der afrikanische Kontinent war immer dort, wo er war, nur er war eben nicht in irgendeiner Weise von einer Priorität, aber hier spielt eben Afrika wieder seine gewisse Rolle. Die nächste Folie bitte, es sind nur 3-4 Folien, es ist nichts Langes. Das ist nur für diejenigen, die es vielleicht nachlesen wollen, für die Veranstalter oder wenn sie es irgendwie einbringen wollen in ihre Sammlung. Ich habe hier nur ein bisschen Theorie gemacht, was alles ist Geopolitik. Geopolitik, einer für mich der ersten Realpolitiker und damit auch geopolitisch denkenden Menschen ist Otto von Bismarck. Das Wort Geopolitik ist erst sehr spät geschaffen worden. Heute verwendet man gerne 5-mal am Tag in verschiedensten politischen Auseinandersetzungen. Alle reden davon, keiner weiß wirklich, was man damit meinen will. Aber Otto von Bismarck hat diesen Satz geprägt, den ich immer wieder mitnehme. Die Geografie ist die Konstante der Geschichte. Wir entkommen der Geografie nicht. Und da, Sie können ein Paar ranlegen, Geografie und Demografie. Also Wirtschaftssysteme, politische Systeme können Sie binnen eines Nachmittages ändern. Man erinnere sich des 11. November 1989, Berliner Mauerfall. Man erinnere sich verschiedenster Zäsuren, die stattgefunden haben, wo Wirtschaftssysteme und das gesamte politische System, sei es Sturz einer Monarchie, Wandel in eine Republik, November 1918 etc., binnen Stunden ändert sich das politische System. Was Sie nicht ändern können und schon gar nicht per Vorschrift, ist die Geografie. Sie ist einfach immer da. Und die Geografie ist in den letzten Jahrzehnten schmählich vernachlässigt worden. Also wir haben nur mehr in Märkten gedacht, aber nicht mehr in geografischen Kategorien. Und gerade am Konflikt Belarus, das für mich ein typischer Fall von geopolitischer, wie soll ich sagen, Dilemma ist, ja, also Belarus ist in dieser großen eurasischen Fläche drinnen, in dieser Pufferzone, die jahrhundertelang Pufferzone war zwischen Ukraine, auch Grenzraum, Ukraine heißt auf Russisch und in allen slawischen Sprachen nichts anderes als Grenzraum, und auf der anderen Seite eben slawisch, deutsche Zusammenprall von Interessen seit dem Mittelalter. Man denke an deutscher Ritterorden und so weiter, also das sind immer wieder Interessen zusammengeprallt. Also da habe ich einfach nur ein bisschen die Theorie noch einmal heraufgenommen. Das Thema ist nichts Neues.
ging es vor 150 Jahren um den Wettlauf in Zentralasien, geht es heute um Einflusszonen eben anderer Art. Und das, was Deutschland als Herausforderer für Großbritannien war vor dem Ersten Weltkrieg, ist meines Erachtens heute die Volksrepublik China für die USA. Also dieses Infragestellen des Hegemons, was Deutschland gemacht hat im Rüstungswettlauf vor dem Ersten Weltkrieg, auch wenn man nimmt die Bezeichnung Made in Germany, das steht heute für und steht schon seit Jahrzehnten für Qualitätsproduktion, wurde aber von den Briten verpasst, um zu sagen, das ist Billigproduktion. Ja. Also es ist sozusagen Made in Germany war eine britische Schöpfung, um zu sagen, don't buy that, ja, also damit will man nichts zu tun haben. Und mit Made in China verbinden wir alle miteinander Billigware. Und vielleicht überlegt der ein oder andere, wenn er dann ein Textilprodukt nimmt, wo steht Made in China, na lieber nicht. Nur wo gibt es noch Textilproduktion in europäischer Produktion? Also da müssen sich schon die Manufakturen, die es Gott sei Dank noch gibt, gerade in Österreich eben abklappern und dann halt mehr zahlen, wenn sie Qualitätsstoffe wollen. Bitte das Nächste. Geopolitik bedeutet Realpolitik. Ja? Also wenn ich geopolitisch denke, dann bin ich nicht der Moralist, der sagt, people we don't like, we don't talk to, wie es die USA gegenüber vielen Staaten machen, ja? Siehe Iran. Ich bin auch nicht derjenige, der den anderen erklärt, wo es lang geht. Ja, Werte, Menschenrechte etc. Ich sage das jetzt mal so, wir können das gerne dann alles diskutieren, sondern wer Geopolitik sagt, sagt Realpolitik. Das heißt, ich muss mich dann diesen eben beschriebenen Realitäten stellen, die die Geografie, die die Geschichte da haben und die Demografie natürlich auch. Ja. Also wir sprechen jetzt nicht über politische Systeme, wir sprechen nicht, ob die freie Marktwirtschaft die letzte Errungenschaft der Menschheit ist oder ob vielleicht doch eher eine Planwirtschaft nützlicher ist, um etwas voranzubringen, was auch immer, sondern wir sprechen wirklich nur mehr von geografischen Kategorien, die letztendlich meiner Beobachtung nach, und ich bin jetzt nur leidenschaftliche Leserin der Geschichte, aber ich bin nicht Historiker, aber es ist in der Geschichte einfach immer wieder das wiederkehrende Thema gewesen, diese geografischen Kategorien. Außenminister Heiko Maas hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz Anfang dieses Jahres gesagt, der geopolitische Anspruch bedeutet nicht nur, dass die EU eine neue China-Strategie hat, neue Technologien, es geht um eine konkrete Politik für mehr europäische Souveränität. EU will politisch, ökonomisch, technologisch und wertebasiert sozusagen diesen geopolitischen Anspruch stellen. Was bedeutet das jetzt für eine europäische Industriepolitik? Hat ja Auswirkungen. Was bedeutet das für die europäische Automobilindustrie? It ist deutsche Automobilindustrie. Was bedeutet das für diesen neuen Begriff, der ein bisschen durch die Debatten geistert? Ich habe jetzt auch keine Debatten live miterleben können, nur gelesen. Aber immer wieder bin ich gestoßen auf diesen für mich etwas seltsam anmutenden Begriff, dosierte Deglobalisierung. Hören Sie in EU-Kreisen auf höchster Ebene immer mehr. Also mich erinnert das ein bisschen an fast schwanger, halbschwanger. Ja? Also entweder Sie sind es oder Sie sind es nicht. Aber entweder wir sind in dieser globalisierten Welt oder wir sind es nicht. Oder wir sind in einer deglobalisierten, die seit 10 Jahren sich deglobalisiert. Das hat nicht mit Trump angefangen. Es gab schon in Frankreich zu Beginn der 2010, 2011, 12 Jahre Demondialisation als eigenen technischen Begriff. Da springt das Computerprogramm nicht mehr auf rot gestrichelt, sondern Demondialisation, Deglobalisierung ist im Französischen ein fest verankerter Begriff. Und wenn es nur darum geht, französische Joghurtproduktion zu schützen. Aber vielleicht ein kurzer Abstecher nach Österreich. Ich erinnere mich auch in meiner kurzen Amtszeit, mindestens bei 3, 4 Gelegenheiten, wurde immer wieder vorgebracht von anderen Kollegen. Wie viele Minuten habe ich noch, Eva? Noch 7? 4? Gut, mache ich gleich, danke. Danke. Die Tatsache, dass Österreich auf Platz Nummer 7 ist im Globalisierungsindex. Das heißt, wir sind so toll, die Schweiz ist Nummer 1, wir sind auf 7. Stelle. Nur in dieser Situation, in der wir uns heute befinden, spüren wir die Verwundbarkeit, was das bedeutet, so exponiert zu sein in einer globalisierten Wirtschaft. Da tut sich ein Land wie Polen leichter, hat einen großen Binnenmarkt, den es sozusagen bedienen kann
und ist einfacher. Darf ich Sie um die nächste Folie bitten? Danke sehr. Das überspringen wir aus Zeitgründen. Das überspringen wir auch aus Zeitgründen. Ich glaube, das ist meine letzte, gell? Ja, dann höre ich damit auf, damit ich die Minuten nicht ordentlich noch nütze. Ich habe diese Grafik erstellt vor ein paar Wochen, weil ich einfach ein paar mögliche Trends darstellen will. Es muss nicht heißen, dass es jetzt so wird, aber ein paar Ideen, es könnte so werden. Ja. Ich nehme hier meinen Buchtitel Wachablöse von der transatlantischen zur pazifischen Weltordnung. Die Volksrepublik China, worauf ich seit Jahren bestehe, sie ist nicht nur Investor, sie tritt als geopolitischer Akteur auf. Das heißt, dort, wo China unterwegs ist, auf dem afrikanischen Kontinent, in der Schweiz, in Luxemburg, in Italien, in Serbien, etc., etc., dort ist sie überall massiv vertreten, ist sie auch politisch unterwegs. Nicht nur als Mehrheitsaktionär, als Käufer, als Investor, sondern ist auch fest politisch drinnen. Wir können darüber gerne noch sprechen, was nämlich auch dann entsprechende Folgewirkungen hat für das nicht gemeinsame Auftreten der Europäischen Union gegenüber China. Es gibt zwar die China-Strategie, aber es hat einfach jedes EU-Mitgliedsland zur Frage Huawei, zur Frage Memorandum of Understanding oder nicht mit der Chinesischen Volksrepublik völlig unterschiedliche Ansichten. Und das hat einfach gewaltige Auswirkungen, was wiederum ein Hemmschuh ist für diesen Anspruch, man will geopolitisch wirken. Da ist ein heftiger Widerspruch drinnen. USA versus Europäische Union. Den Handelskrieg konnte der frühere Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vor rund 2 Jahren, es war Anfang September 2018, fast mit, wenn ich so sagen darf, Waffenstillstand einmal auf Eis legen. Man hat es ihm fast nicht zugetraut, aber er ist zurückgekommen und hat gesagt, ja, also es gibt vorerst keine Autoimportzölle. Trump hat aber diese Möglichkeit auf vor allem die deutsche Autoindustrie, die ist die verwundbarste. Die Franzosen exportieren nicht so viel. Aber es ist die deutsche Automobilindustrie, das Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft. Die steht für 20% der deutschen Volkswirtschaft. Ohne deutsche Autoindustrie wäre Deutschland nicht da, wo es heute als mächtigster Akteur der Europäischen Union stünde. Also das ist einfach sehr, sehr eng verquickt und habe ich mir erlaubt, in meinem Buch Mobilitätswende auch etwas kritisch zu beleuchten, weil nur als Hypothese kippt die deutsche Autoindustrie, und sie tut es gerade, leiden in Österreich 350.000 Arbeitsplätze, die engst damit verknüpft sind, aber es kippt einfach auch diesen Einfluss, den Deutschland sich über die letzten Jahrzehnte erarbeitet hat. Deutschland ist dort, wo es in der EU ist, nicht weil sie so großartige Diplomatie gemacht hätten, sondern weil sie einfach sich diese wirtschaftliche Kraft und Ansehen eben auf ihre Automobilindustrie ausruhen dürfen. USA versus Russland, ein Thema, das meines Erachtens vor allem eben energiegetrieben ist, siehe jetzt auch Nord Stream 2, das eng mit der Nawalny-Gesundheitsproblematik in Kontakt gebracht wird, möchte darauf jetzt nicht weiter eingehen, können wir gerne in der Debatte machen, aber in all diesen Umfeldern, und wir werden jetzt nicht auf alles, das ist nur als Idee, in welche Richtung es gehen könnte, die Europäische Union, und damit werde ich abschließen, sucht in diesem Umfeld ihre Rolle. Die Frage, die sich heute vor allem stellt, meines Erachtens, ist nicht das große Heere-Schema, wo sind wir jetzt außenpolitisch, geopolitisch unterwegs. Ich glaube, das große Thema, das sich stellt, in der täglichen Arbeit für alle Kommissare heute und für alle Staats- und Regierungschefs auf nationaler Ebene ist, wie umgehen mit der Massenarbeitslosigkeit, wie umgehen mit dem Sichern von noch vorhandenen Arbeitsplätzen und wie auch umgehen mit einer möglichen sozialen Revolte, die meines Erachtens in vielen Staaten an der Kippe ist und viele, viele Ursachen hat. Die Pandemie, vielleicht mein letzter Satz für jetzt einmal, die Pandemie ist nicht Ursache. Die Pandemie ist nur Verstärker. Alles, was ich jetzt erwähnt habe, ist nicht vom Himmel gefallen. Es hat nicht ab 12. März begonnen. Es war alles schon da, all diese Probleme, aber die Pandemie ist ein unglaublicher Verstärker. Vielen Dank. Vielen Dank, Karin Kneißl. Ich
Ich möchte jetzt, dass wir hintereinander die Referate machen, aber doch eine kurze Frage möchte ich an jeden stellen, vielleicht gleich. Du hast gesagt, China tritt nicht nur als Investor auf, sondern auch als politischer Akteur. Ja. Könntest du das ein bisschen spezifizieren noch? Vielen Dank. Also auf dem afrikanischen Kontinent beispielsweise ist heute China ein, funktioniert's? Hören Sie mich? Ja, danke. Ist heute der wichtigste Einflüsterer, wenn ich so sagen darf auch. Ja? Also es ist, wo Sie unterwegs sind, haben Sie einfach auch einen politischen Radius entwickelt. Also es ist nicht so, dass man sich jetzt nur für die Lithium im Kongo oder Kobalt ist dort mehr als Lithium interessiert, sondern man mischt mit. Man mischt im Sudankrieg mit. Man mischt mit über die Seidenstraße in Syrien. Also die syrische Verwaltung hätte in den letzten 10 Jahren nicht funktioniert, hätte nicht die chinesische Regierung die Gehälter gezahlt. Also irgendjemand musste die Ärzte, Verwaltungsbeamten und so weiter zahlen. Das waren chinesische Zahlungen, um unter anderem sicherzustellen, dass Syrien nicht völlig implodiert, weil Syrien einfach eine wichtige Rolle in dieser Seidenstraße spielt. Deswegen auch diese östliches Mittelmeer, wo jetzt sehr vieles brenzlig ist, im Sinne griechisch-türkischer Auseinandersetzung. Libyen, wo alle mitmischen. Syrien, wo alle mitmischen, ja, wo sich ein Dutzend Armeen mehr oder weniger im Felde gegenüberstehen. Und hier hat China manchmal seine stille, manchmal seine bedeutsamere Rolle, aber es mischt mit. Also es ist nicht derjenige, der jetzt nur sagt, lasst uns fröhlich Handel treiben, sondern es ist bereits ein politischer Akteur. Kleines Beispiel auch aus EU-Staaten. Ungarn, Griechenland, Italien sind sehr, sehr stark mittlerweile von chinesischen Budgetzuwendungen, nennen wir es mal so, abhängig. Wenn es darum geht, gegenüber China ein bisschen lauter aufzutreten, bestimmte Dissidenten oder was auch immer, ist es sehr, sehr problematisch mit den Vertretern dieser Staaten. Ja? Es kommt dann eine sehr weiche, verwässerte Statement heraus, weil hier einfach eine Zurückhaltung da ist, um es ganz sanft auszudrücken. Genauso interessant war ja auch, als das Sicherheitsgesetz für Hongkong verabschiedet wurde, ja, da gab es kaum eine klare Stellungnahme oder eine Reaktion. Ja, wenn wir das jetzt vergleichen mit Nawalny, wo die EU schon wieder also verschiedene Ideen aufführt, sagen wir mal so, hat es beim Hongkong-Sicherheitsgesetz eigentlich nichts gegeben, was meines Erachtens unter anderem auch damit zu tun hat, dass 60% der deutschen Automobilindustrie im Umsatz, vor allem Volkswagen, das sind 60%, bei den anderen sind es weniger, in China macht. Also es hängt, wie wir wissen, alles mit allem zusammen. Ne? Vielen Dank. Erstaunlich, dass im letzten Gespräch jetzt mit dem chinesischen Außenminister Heiko Maas, also praktisch China, die kalte Schulter gezeigt hat. Aber das war natürlich durch den amerikanischen Außenminister, der den europäischen Staaten gesagt hat, wie sie sich verhalten sollen gegenüber China. Das hat man ja, also, das ist ja jetzt auch Trumps Politik, um vielleicht auch die Wahl zu gewinnen, um einen Feind zu haben. Ja, vielen Dank, Karin. Ich darf jetzt Herrn Dr. Wladimir Spiedler kurz vorstellen. Wladimir Spiedler war tschechischer Ministerpräsident. Er war auch einige Jahre lang Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei in Tschechien. Und er war mehrere Jahre EU-Kommissar für Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit. Ja, das ist natürlich sehr interessant, jemand da zu haben, der wirklich so in das Innere Europas gesehen hat, auch als Akteur und als Kommissar. Darf ich Sie bitten um Ihren Vortrag? Danke sehr, das ist sehr interessant für mich, hier zu sein, weil ich lebte sehr lange in Jindřichův-Hradec und in der Zeit der Wende war ich hier tätig. Ja. Ich habe einige Sozialdemokraten von Waldviertel gekannt, zum Beispiel Rudi Parnigone, er war damals ein Abgeordneter und so. Also das ist für mich ein wenig sentimentalisch auch. Ja. Aber man muss sagen, wenn man schaut an die Europa, an die Geopolitik, an die Geschichte, man muss ganz klar sagen,
was ist Europa? Europa ist auch nicht vom Himmel gefallen. Ja. Natürlich, das war Produkt der geschichtlichen Katastrophe. Ohne solch eine Katastrophe wie war der Zweite Weltkrieg, das war unmöglich. Ja. Zusammenarbeit mit Frankreich, Montanunion und ähnliche Sachen. Ja. Also es gibt Geopolitik, es gibt Geografie, es gibt natürlich Demografie, aber es gibt auch Geschichte. Und geschichtliche Prozesse sind nicht lenkbar. Das ist sehr wichtig zu wissen. Man kann natürlich etwas moderieren, das ist möglich. Man könnte auch manchmal etwas entscheiden, aber im Prinzip geschichtliche Prozesse sind nicht lenkbar. Also wir könnten auch nicht aus der Geschichte aussteigen. Ja? Nicht nur aus der Geografie, sondern auch aus der Geschichte. Und was das heißt? Ja? Es gibt natürlich verschiedene Probleme, welche sehr komplex sind und im Prinzip global sind. Ja? Es ist zum Beispiel Klimawandel. Es ist ganz klar, dass es Klimawandel gibt. Es ist auch ganz klar, dass wir haben nicht genug Zeit und es ist auch klar, dass nur die zwischenstaatliche Kooperation ist nicht genug effizient, damit wir so etwas bewältigen können. Ja? Und Erfahrung von Europa, am Anfang von Europa war auch dasselbe. Die zwischenstaatliche Zusammenarbeit oder Kooperierung könnte nicht so komplexe Sachen zu bewältigen, wie zum Beispiel Frieden in Europa. Also Europa hat entwickelt System von supranationalen Methoden, europäische Integration. Und diese Integration zeigte sich sehr effizient für die Fragen, welche sie lösen sollte. Und Klimawandel ist solch eine Frage. Sie ist so kompliziert, dass ohne europäische Methode ist nicht lösbar. Also Geschichte von Europa oder Geschichte der Welt sind abhängig von der Geschichte von Europa. Obwohl Europa nicht ganz groß ist, aber im Prinzip ist nicht ganz schwach. Und man muss sagen, Vereinigte Staaten haben gewisser Raum auch, ja, aber sie sind vergleichbar mit Europäischen Union. Aber trotzdem sind sie Macht. Russische Föderation ist riesengroß, aber das ist keine Großmacht. Ja. Was für Potenz hat Russische Föderation? Vielleicht Armee, aber ökonomisch schwach, kulturell schwach, im Bereich der Wissenschaft auch gewissermaßen schwach, also nicht Zwerg, aber trotzdem nicht ganz stark. Ja? Aber trotzdem denken wir an Russische Föderation, als ob sie Großmacht wäre und sie ist nicht. Ja? Und es gibt natürlich weitere Probleme, welche so komplex sind, dass wir brauchen Europäische Union als Werkzeug. Das ist sehr wichtig auch zu sagen. Europäische Union ist ein Produkt der Geschichte und für uns Europäer ist es ein Werkzeug, mit welchem wir verschiedene komplexe Fragen bewältigen können. Ohne das Werkzeug unmöglich. Und die weiteren Fragen sind zum Beispiel künstliche Intelligenz, natürlich. Und es ist auch ganz klar, dass es gibt eine wirkliche zivilisatorische Wende. Wenn wir verschiedene Vorhersagen machten, glaubt man, dass in 40 Jahren müssen wir etwas tun, damit wir Klimawandel bewältigen können. Aber ist es möglich im Rahmen unserer Zivilisation? Und im Rahmen unseres Wachstummodells? Ich bin nicht sicher. Also wir müssen
natürlich Gesamtlage und Gesamtkonzept der Ökonomie und Gesellschaft überdenken. Und dazu möchte ich noch eine Parallele machen. Es gibt so etwas, heißt es, wie Ökologie der Inseln. Und Prinzip Ökologie der Inseln ist, dass Insel ist desto unabhängiger, aber spezifisch, wie weit ist es? Ist die Insel groß und weit von dem Kontinent? Ja? Also Madagaskar ist etwas Selbstständiges, natürlich nicht ganz, aber Madagaskar ist nicht Afrika. Helgoland ist Norddeutschland, natürlich. Was das heißt? Europäische Union ist in diesem Sinne gewissermaßen Insel, welche genug groß ist, damit er gewissermaßen spezifisch sein könnte. Nicht nur eine Projektion von Vereinigten Staaten, nicht nur eine Projektion von China. Natürlich nicht etwas ganz anderes, aber gewissermaßen Spezifisches. Und wenn ich an Europa denke, dann denke ich nicht an Festung Europa oder an Ziste Europa, sondern an Zelle Europa. Das heißt, die Zellen haben ihre Membranen, sie sind spezifisch, aber trotzdem sind im Kontakt mit der Umgebung. Also das heißt, wir können uns nicht isolieren, aber wir natürlich können sehr viel gestalten. Und noch die zwei Fragen, welche für mich sehr wichtig sind. Und die eine ist Afrika. Ja. Nach meiner Meinung, und ich war der Meinung immer, sind Grenzen von Europa ungefähr zwischen Subsaharien und Transsaharien Afrika. Also Afrika ist Teil von Europa. Ja, ist Teil von Europa. Und daran müssen wir auch denken. Ja. Wenn wir sprechen von unserem kulturellen Modell und wir sprechen über christlichen Werte und so. St. Augustin war von Tunesien, ja. Und sehr viele Leute stammen von da, ja. Also es war immer so. Also Afrika ist Teil von Europa oder Europa ist Teil von Afrika. Also das heißt, wir müssen mit der Afrika sehr viel kooperieren. Und das ist unmöglich ohne Europäische Union. Unmöglich. Und wenn wir es nicht schaffen, dann wird es sehr kompliziert. Weil das ist kein Problem, dass Afrika kommt zu uns. Ja, natürlich, das ist auch ein Problem, aber das ist nicht so wichtig. Problem ist, dass wenn wir uns wehren werden, dann machen wir die Sachen, welche wir nicht machen sollen und sollten. Und Menschenrechte und andere Sachen werden beiseite. Und das heißt, wir werden unsere Seele verlieren. Das ist ein Problem. Ja, also wir müssen wirklich zusammenarbeiten, weil ohne diese Zusammenarbeit ist keine wirkliche Lösung für diese großen Fragen möglich. Ich also in der Zeit von Kommunisten in Tschechoslowakei habe ich auch an der Post gearbeitet. Ja? Also Postwesen ist für mich sehr interessant. Und für mich war es fast ein schreckliches Gefühl gehabt, als ich Informationen bekommen habe, dass Vereinigten Staaten haben verlassen die Postunion. Ja? Weil für mich ist das Symbol, dass die gegenwärtigen Vereinigten Staaten
zerstören systematisch alle multilaterale Organisationen. Und wenn man nicht multilateral handelt, dann kommt Realpolitik, und Realpolitik ist schrecklich. Das ist ganz klar. Das heißt Macht gegen Macht, nichts anderes. Wenn man nicht verhandelt im Rahmen von Multilateralismus, dann kommt ein Krieg. Man kann natürlich nicht ganz klar wissen, was für ein Krieg kommt, aber ein gewisser Krieg kommt sicher. Also das ist auch sehr nötig, damit Europa wirklich strebte nach Multilateralismus. Und wenn man spricht darüber, dass ob wir schwach sind oder ob wir dazu geeignet sind, Großmacht sein, weiß ich nicht. Ja. Aber trotzdem, wenn man addiert zum Beispiel Streitkräfte, dann sieht man ganz klar, dass europäische Streitkräfte zusammen sind zwei größte Streitkräfte der Welt. Wesentlich stärker zum Beispiel als Streitkräfte der Sowjetunion, der Russischen Föderation, ja. Oder China. Sicher, ja. Aber wir haben nicht einen gemeinsamen Wille, ja. Das ist eine Frage. Also wir brauchen eine gemeinsame Auslandspolitik und eine gemeinsame Sicherheitspolitik auch. Ja. Und noch möchte ich was sagen, was für mich kommt sehr, sehr interessant und wichtig. Wir sind Eurozone. Und Eurozone ist keine optimale Währungszone. Das ist keine Frage darüber. Aber Vereinigten Staaten sind auch keine. Ja. Sogar Österreich ist keine optimale Währungszone. Waldviertel und Wien, das wäre besser, eine eigene Währung haben. Ja. Also trotzdem gibt es verschiedene Währungen über den unoptimalen Währungszonen. Aber was ist typisch? Typisch ist, dass die Probleme von Ungleichgewicht sind durch Umverteilung geregelt. Und europäische Umverteilung ist sehr klein. Und wenn Europa überleben sollte, dann muss Eurozone bewahren. Und Eurozone bewahren, das heißt umverteilen. Föderales Budget von Vereinigten Staaten ist ungefähr 20%. Wie groß ist föderales Budget von Indien, weiß ich nicht. Aber relativ. Aber das heißt, wir brauchen mehr Budget mehr Geld im europäischen Budget. Und wenn es mehr Geld kommt, dann natürlich brauchen wir politische Legitimität. Wir brauchen neue Institutionen oder tiefgreifende Institutionen. Und das heißt, dass wir müssen uns weiter integrieren, weil Geschichte läuft wirklich läuft, und es ist unmöglich aussteigen, und ohne Europa als gewisse, ich weiß nicht, ob Europa Großmacht wird, glaube nicht und ich möchte das nicht, aber in gewissen Fällen muss Europa so integriert sein, damit sie als Großmacht handeln könnte. Ohne das kommt nur ein anderes Konzert von Großmächten, ja. Von Vereinigten Staaten, von China, von Indien, weiß ich nicht, ja. was da noch dazu kommt. Aber das sind meiner Meinung nach die wichtigsten Fragen, welche von uns stehen. Und man muss sagen, wir sind nicht imstande, diese Fragen freiwillig zu wählen. Nicht. Sie sind da. Sie stehen da. Klimawandel ist da. Eurozone ist da. Afrika ist da.
ja, und Vereinigten Staaten, welche zerstören Multilateralismus. Und meine Idee, das ist natürlich eine Idee, welche ein wenig Spinnerei ist, ja, aber meine Idee ist, dass nächste Reform von Vereinigten Nationen sollte Vereinigte Nationen umgestalten, ähnlich wie Europa. Weil am Anfang war Montanunion. Und was war Prinzip von Montanunion? Das war Prinzip, verschiedene Ressourcen umverteilen und für den Zweck Aufbau nach dem Krieg zu nutzen. Und Klimawandel und ökonomischen Grenzen haben ähnliche Situation gebracht. Ja? Ähnliche Situation gebracht. Also mangelnde Ressourcen. Und wenn mangelnde Ressourcen nicht durch Abkommen geregelt sind, dann sind geregelt durch den Krieg. Also immer wieder muss ich ganz klar sagen, wenn Europa nicht effizient sein wird, dann kommt irgendein Tipp von Krieg. Ja. Vielen Dank. Ich mache jetzt nur eine Seitenbemerkung, ist jetzt keine Frage, weil das werden wir vielleicht nachher diskutieren, auch eine mögliche europäische Verteidigungsinitiative. Aber wenn Sie sprechen, dass Europa mehr zusammenarbeiten soll, also auch mehr Machtpolitik machen soll, haben wir gerade von Karin Kneißl gehört, Realpolitik ist Machtpolitik. Und wenn Sie in der Geschichte schauen, Machtpolitik war immer mit einem Backing vom Militär und einer gemeinsamen Währung. Die Währung hätten schon viele Staaten, aber militärisch haben wir zwar in einzelnen Ländern hohe Ausgaben, aber nicht 630 Milliarden wie die USA, die gemeinsam. Aber das werden wir nachher diskutieren, weil da hat natürlich Europa wahrscheinlich auch eine Schwäche. Ich wollte schon immer einen EU-Kommissar neben mir sitzen haben und ihn fragen. Und jetzt fragen, Sie haben ja bestimmte Probleme angesprochen und ich glaube, wir wissen alle, was Europa tun sollte. Ja? Also neben der tieferen Integration natürlich, aber auch was den Klimawandel betrifft, wäre auch ganz wichtig. Meine Frage ist aber, und Sie waren ja lange dort und auch als EU-Kommissar, wer kann in Europa die nötigen Schritte umsetzen? Wer hat ausreichend Macht und Ressourcen, das auch zu tun? Und da, wenn ich diese Frage stelle, weiß immer niemand eine Antwort. Und ich hoffe, dass ich sie jetzt von Ihnen bekomme. Das ist keine einfache Frage, aber ich möchte noch etwas bemerken. Ja. Wenn man sieht, Geschichte von Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg und vor allem in Zeiten der Vietnamkrieg, dann sieht man vielleicht, Vereinigten Staaten sind effizient, aber in Wirklichkeit, was haben sie gemacht? Sie haben viele Kriege geführt, am meisten erfolglos oder mit Konsequenzen, welche man nicht möchte und an welche man nicht denke. Ja. Also Europäische Union ist im Wesentlichen wirklich effizient. Ja. Also es war eine Katastrophe nach dem Krieg. Europa wurde gegründet und hat es bewältigt. Ja. Es ist zu gemeinsamer Währung gekommen. Ja. Now mit Bismarck wurde zitiert, ohne Europa ist es möglich nur mit Eis und Blut. Ja, gemeinsame Währung im Rahmen der fast ganzen Europa. Ja. Also Europa ist in Wirklichkeit sehr effizient. Aber natürlich hat verschiedene Probleme, weil sie ist eine Konstruktion, welche die Menschen gemacht haben. Und diese menschlichen Konstruktionen, die Konstruktionen von Menschen sind niemals optimal und niemals makellos. Also
meiner Meinung nach, Europa hat sehr gute Institutionen, welche entwickeln könnte, weiterentwickeln kann. Das ist ganz möglich. Und wenn man schaut nach hinten, dann sieht man, dass wir in Wirklichkeit haben sehr viel geschafft. Ja. Also meiner Meinung nach, man muss nicht gewisser Gral suchen, sondern wirklich arbeiten, politische Werte durchsetzen, manchmal durchboxen, sehr, sehr lange durchhalten und immer, immer, immer arbeiten und nach vorne gehen. Ja. Und es gibt natürlich auch Misserfolge, das ist in Politik ist ganz üblich, aber im Prinzip die Richtung ist klar und die Methoden sind auch bei uns sehr stehen zur Verfügung. Noch möchte ich unterstreichen, für Österreich oder Tschechien oder ähnliche Länder ist es sehr wichtig, damit die sogenannte kommunitäre Methode verstärkt wurde. Weil intergouvernementale Methode immer heißt Realpolitik und Realpolitik sagt, die Schwachen sind schwach. Ja. Und das ist sehr wichtig. Also wir brauchen, und das ist auch sehr wichtig, damit die kommunitären Prinzipien von Konstruktion der Europäischen Union verstärkt wurden und nicht verwässert wurden. Das ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Also im Prinzip haben wir die Möglichkeiten und die Methoden. Wir müssen nur weitermachen. Vielen Dank. Ich möchte Ihnen jetzt Frau Dr. Martina Handler vorstellen. Ich habe sie vor einiger Zeit kennengelernt und sie hat eigentlich das, was sie da vorgetragen hat, hat sie mich sehr glücklich gemacht. Wie Sie ja sehen, schon seit mehr als einem Jahrzehnt haben wir rechte Bewegungen, die also an den Institutionen der Demokratie knappern. Und ich sage natürlich, hat es ökonomische Ursachen, weil es hat immer materielle Gründe, das Sein schafft das Bewusstsein. Polanyi hat 1944, ein ganz berühmter Ökonom in The Great Transformation, in der großen Transformation, ihm geschrieben, dass der Erste Weltkrieg und der Faschismus eben durch ökonomische Verwerfungen gekommen sind. Und das ist natürlich ein Problem durch diese, seit Anfang der 80er Jahre, durch eine, sage ich jetzt einmal, neoliberale Politik, das heißt Liberalisierung, Deregulierung, Privatisierung, ist der Sozialstaat auch angeknappert worden. Und es gibt kaum mehr fixe Beschäftigungsverhältnisse und die Leute haben, so wie der Oliver Nachtwey in einem wunderbaren Buch geschrieben hat, die Abstiegsgesellschaft. Viele Leute haben das Gefühl, sie fahren mit einem Aufzug immer nur mehr abwärts. Aber also ich bin 1952 geboren und bei uns, wir haben so viel Hoffnung gehabt, dass es besser wird. Ja? Und es ist, also für mich ist es tatsächlich besser geworden in dieser Zeit. Aber viele Leute, die selbst Akademiker, die fertig werden, haben Zukunftsängste, weil sie nicht mehr die Chancen sehen, eine feste Anstellung zu bekommen. Und sie sehen natürlich auch viele andere Gefahren. Ja? Ja, und dann kam die Demokratiemüdigkeit, und jetzt komme ich zu Martina Handler, ein zweiter Punkt. Weil die Leute zunehmend das Gefühl haben, sie dürfen alle 5 Jahre abstimmen, aber sie dürfen eigentlich alle Prozesse passieren über ihren Köpfen, sie dürfen nicht täglich mitbestimmen. Ja. Und die Martina Handler, die jahrelang in der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik die Bereiche Partizipation und nachhaltiges Investment geleitet hat, hat eben also viele, viele Gruppen geführt, nämlich mit, sage ich jetzt einmal, partizipativen Prozessen, und zwar zum Beispiel mit Bürgerräten. Also das für mich beeindruckendste Beispiel war ja 2015, als in Alpbach hat sie mit anderen versammelt, ich weiß nicht wie viele, das wird sie dann erzählen, ich glaube 300 Bürgermeister,
die erzählt haben, was sie für Erfahrungen mit den Flüchtlingen haben, was man tun kann, wie man Wohnungen bereitstellt, wie man helfen kann mit Beschäftigungen, den Kindern, den Frauen, mit Schulen und so weiter. Und das hat sie mit diesen Moderationstechniken, sie kennt sehr, sehr viele. Eine davon ist Dynamic Facilitation, das wird sie sicher alles erklären. Und das ist ganz fantastisch, also ich habe das miterlebt, wie sie das vorgetragen hat. Das heißt, wir haben eine Chance, und es wurde das sogar schon mit 100.000 Leuten gemacht. Irland hat eine Volksabstimmung gemacht, und zwar in einer Richtung ist die gewonnen worden, wo das niemand geglaubt hat, eben mit diesen vielen Bürgern, die da mitgestimmt haben. Ja. Und da gibt es jetzt eine Lösung, dass diese Demokratiemüdigkeit, ja, und dass die Leute wieder das Gefühl haben, mitbestimmen zu dürfen. Also Martina hat diese Lösungen. Die Spannung steigt. Ich weiß nicht, ob ich sie einlösen kann, diese Erwartung. Vielen Dank für die nette Einleitung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Für mich ist es ein bisschen wie ein Nachhausekommen. Meine Eltern haben 15 Jahre lang ab 87 hier in der Gegend, also in Hoheneich, gewohnt. Und ich war als politisch und historisch sehr interessierte Person natürlich ab 89 und die folgenden Jahre sehr, sehr viel hier und über der Grenze und rundherum. Also ich kenne die Gegend sehr gut und schätze sie und freue mich, nach längerem wieder hier zu sein. Ja, meine Perspektive, die ich einbringe heute Abend, ist doch eine ziemlich andere. Ich würde sagen, so ein bisschen die Mikroperspektive nach dem, was wir jetzt gehört haben. Ich möchte, bevor ich ausführe, ein paar Beispiele, die meiner Meinung nach gut zeigen, wie die sich in Ermüdungserscheinungen ergehende Demokratie, ich weiß nicht, ob diese Diagnose auch auf ihre Resonanz trifft sozusagen, aber die Demokratie, so wie ich es wahrnehme, braucht durchaus sozusagen einen belebenden Schub. Und ich möchte beginnen vielleicht mit einer Diagnose, was so die Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen und die ganz stark mit Demokratie zu tun haben, was ich da sehe. In Europa, aber auch in den Nationalstaaten, und die Lösungen werden ebenfalls auf diesen Ebenen aufsetzen, die ich vorstellen möchte. Also zum einen sehen wir, dass wir immer mehr an die Grenzen politischer Steuerbarkeit kommen, weil die Probleme und Herausforderungen, vor denen wir stehen, und es sind viele hier schon aufgezählt worden, hochkomplex sind und keine Regierung der Welt und auch nicht Europa kennt die Lösungen und überblickt die möglichen Optionen, die eine Lösung sein könnte. Diese Zukunftsfragen wie Klimakrise, Dekarbonisierung des Energiesystems, Migrationskrise, soziale Spaltungen, all das, was wir beobachten, wenn wir die Zeitung aufschlagen, all das sind hochkomplexe Herausforderungen, die meiner Einschätzung nach und der vieler anderer, die sich mit dem Thema beschäftigen, in diesem herkömmlichen politischen Modus nicht mehr bearbeitbar sind. Und unsere Schlussfolgerung ist, der Umgang mit diesen Herausforderungen muss gesamtgesellschaftlich erkannt, verstanden, verantwortet und organisiert werden. Also es gibt viele Kompetenzen, die einbezogen werden können, um wirklich ein ganzheitliches Bild und auch ganzheitliche Lösungen zu bekommen. Dazu später noch. Eine zweite Herausforderung, die ich sehr drängend empfinde, ist eine wahrnehmbare zunehmende Entfremdung zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Politik. Sie haben die Bilder gesehen, Berlin-Demonstration vor einer Woche, und es gibt viele, viele solche Bilder. Viele Menschen sehen sich und ihre Interessen durch die politischen Parteien
unseres repräsentativ-demokratischen Systems nicht mehr vertreten. Folgen sind abnehmende Wahlbeteiligung, sinkendes Engagement in klassischen Parteien. Das heißt aber nicht Politikverdrossenheit, weil wir beobachten auf der anderen Seite hohes Engagement. Menschen engagieren sich für verschiedenste Themen und Initiativen, aber nicht mehr in den klassischen Parteien. Sehr wohl in populistischen Bewegungen und Parteien, auch da sehen wir einen hohen Aufschwung und Zulauf. Und es ist dieses steigende Misstrauen in den Staat und in seine Repräsentanten und auch ein steigendes Misstrauen damit. Danke. Vielleicht kann man das dabei aufladen, falls dann dieses aus ist. Ja, also das ist ein großes Problem, denke ich, mit dem wir zu kämpfen haben, wenn wir auf den Zustand unserer Demokratien schauen. Auf der anderen Seite beobachten wir, dass viele Menschen mitgestalten wollen, dass Menschen heute sehr viel besser ausgebildet sind und aktiv sind und nicht mehr top-down dekretierte politische Maßnahmen einfach umsetzen wollen oder sich fügen wollen. Das kann man auch in den Wertestudien immer wieder nachlesen, dass sich hier viel geändert hat und dass Menschen sich engagieren abseits ideologischer Positionen für bestimmte Themen, die ihnen wichtig sind. Bisher fehlen aber geeignete Instrumente, um dieses Engagement tatsächlich auch in unser politisches Demokratiegefüge gut hineinzufügen und zu institutionalisieren. Eine weitere Herausforderung, die ich sehe, ist die Polarisierung, soziale Spaltungen, die Polarisierung der Lebensstile, der Haltungen, der Wertvorstellungen, und Social Media verstärkt sozusagen diese immer weitere Ausdifferenzierung, sodass sich da Communities bilden, die miteinander gar nichts mehr zu tun haben oder haben wollen. In einer Demokratie darf es Interessenspluralität geben, aber wenn sie demokratisch legitimiert sein soll, dann muss es Aushandlungsprozesse geben. Ja? Aushandlungsprozesse mit dem Fokus auf Gemeinwohl. Und in unserer immer sich weiter beschleunigenden Welt gibt es immer weniger Zeit für solche demokratischen Prozesse. Das hat vielfach sehr, sehr negative Auswirkungen. Ich sage jetzt nur eins, also einerseits die Ergebnisse, die Qualität der Ergebnisse, aber andererseits eben die Depolitisierung der Menschen im Sinne von, dass sie mit dieser Politik nichts mehr zu tun haben wollen. Ich sehe also aufgrund dieser, und es gibt noch einige mehr, an Herausforderungen, für denen wir stehen, dringenden Handlungsbedarf. Und ich denke, dass die Weiterentwicklung unseres repräsentativ-demokratischen Systems dringend angebracht ist. Und es gibt auch in den letzten, sage ich mal, 10, 15 Jahren eine Reihe von Modellen und Prozessen, die in eine Richtung gehen, die durchaus ermutigend ist von den Wirkungen her. Und ich möchte Ihnen drei Modelle, drei Prozesse vorstellen und zum Schluss noch einmal auf die Wirkungen von einer stärker auf Partizipation der vielen ausgerichtete Politik ausführen. Ich möchte Ihnen drei Prozesse vorstellen. Das eine ist das Citizens Assembly in Irland. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Das war eine nationale Bürgerversammlung als Pilotversuch für eine deliberative, also für eine abwägende Demokratie.
Ich möchte Ihnen ganz kurz den Klimabürgerrat in Frankreich vorstellen, der heuer im Sommer zu Ende gegangen ist, und die Bürgerräte nach dem Vorarlberger Modell oder eigentlich nach Jim Rough. Das ist der Begründer der Dynamic Facilitation oder eines bestimmten Modells der Beteiligung, die wir in Österreich sehr viel anwenden, die aber auch inzwischen in Deutschland, in einigen Bundesländern sehr viel angewandt wird. Das, was allen diesen Modellen gemeinsam ist, dass die Teilnehmer an Entscheidungsfindungsprozessen, Lösungsfindungsprozessen per Los ausgewählt werden. Ja, viele, die das zum ersten Mal hören, sind irritiert und denken sich, was? Lotterie in der Demokratie? Die historisch Gebildeten unter Ihnen wissen vielleicht, dass die athenische Demokratie das Los als den Hauptauswahlmodus für politische Ämter damals praktiziert hat, also die Zufallsauswahl als Mittel der Wahl gegen Korruption und Vetternwirtschaft. Jeder, jede ist gleichermaßen, natürlich nicht jede, muss man bei der attischen Demokratie sagen, natürlich waren das nur Männer damals und nur 10% der Bevölkerung, weil nur die freien Männer politisch gestaltend tätig waren. Aber das ist an sich eine sehr alte Methode, die in den 50er, 60er Jahren in Europa wiederentdeckt wurde, mit dem großen Asset, mit dem Vorteil, dass bei der Auswahl von Teilnehmern per Los auch solche Menschen zu Prozessen kommen, die normalerweise nie in so einen Beteiligungsprozess, politischen Entscheidungsfindungsprozess hineingingen, weil sie einfach nicht gleich hier schreien oder weil sie eher von der stilleren Art sind oder weil sie sich denken, sie sind nicht gebildet genug oder was auch immer. Und wir brauchen aber in politischen Entscheidungsfindungsprozessen, damit sie wieder lebendig werden, Menschen ganz unterschiedlicher Art, ganz unterschiedlicher Herkunft, denn viele Menschen, die heute Demokratie kritisieren, sagen, diese Menschen, die uns repräsentieren in den Parlamenten, in den kommunalen Vertretungen, sind nicht repräsentativ gemäß der Bevölkerung. Das heißt, es braucht, das wäre mein Vorschlag oder das ist eben die Conclusio dieser Prozesse, die da initiiert wurden, es braucht einen zusätzlichen Mechanismus. Das ergänzt die repräsentativ-demokratische System, es ersetzt sie nicht, aber es ergänzt sie. Ja, viele dieser Prozesse, die in Gang gekommen sind, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, ich habe noch 10 Minuten circa. Ne? Ja. Viele dieser Prozesse wurden gestartet aus einer Krisensituation heraus. Ja? Neuigkeiten, Innovationen kommen immer, fast immer aus Krisensituationen heraus. Das war in Irland und zum Beispiel auch in Island, wo dieses ein ähnliches Modell angewandt wurde. Das war die Krise 2008 in Island, Zusammenbruch der 3 wesentlichsten Banken in Irland, auch eine große wirtschaftliche Verwerfung, große Skepsis und Proteste gegen die Regierung. In dieser Situation hat die irische Regierung ein Gremium eingesetzt, um relevante politische Fragen, wo sich die politischen Parteien nicht einigen konnten, in diesem neuen Gremium zu diskutieren. Und zwar wurden 99 zufällig ausgewählte Bürgerinnen ausgewählt, um
in einem insgesamt dreijährigen Prozess. Also es war ein recht aufwendiges Verfahren. Es hat mehrere gegeben, nicht alle so lang. Und diese 99 zufällig ausgewählten Bürgerinnen haben relevante Themen, wie zum Beispiel die Lockerung des Abtreibungsverbots. Sie haben vielleicht in den Medien gehört, ein extrem kontroversielles Thema in Irland, oder die gleichgeschlechtliche Ehe. Also diese beiden Themen waren sehr stark in den Medien, aber es ging auch um das Thema, wie kann Irland klimafit werden, um diverse andere Themen. Und dieses Gremium hat durch zwei Jahre hindurch in Sitzungen, die sehr intensiv begleitet wurden, sowohl von versierten Moderatorinnen als auch von Expertinnen und Experten, die Inputs gegeben haben und praktisch die Bürgerinnen gebrieft haben, wurde hier am Ende eine Empfehlung an das Parlament abgegeben, ein Schlussbericht zu jedem Thema mit Empfehlungen, und die Behandlung der Empfehlungen im Parlament war bindend. Das heißt, die Regierung musste diese Empfehlungen auch tatsächlich diskutieren und Vorschläge, wie weiter mit dem Thema verhandelt werden soll, sozusagen präsentieren. Am Ende sind einige Empfehlungen auch verworfen worden. Es ist nicht alles angenommen worden, aber zum Beispiel diese zwei Themen, die dann auch mit einem Referendum, also mit einer Abstimmung aller, dann noch einmal zu einem Ergebnis gekommen sind, nämlich zu dem Ergebnis, dass das Abtreibungsverbot gelockert werden kann und dass die gleichgeschlechtliche Ehe tatsächlich auch umgesetzt werden soll in Irland. Also das heißt, sowohl direkte Demokratie als auch deliberative Demokratie in einem Verfahren, und das hat sich, also dieses Verfahren ist inzwischen ein Modell, das um die Welt geht, kann man sagen. Es gibt inzwischen Bürgerräte in sehr, sehr vielen Ländern zu sehr, sehr vielen unterschiedlichen Themen. Ich kann jetzt im Detail nicht ausführen, was so die ganz besonderen Gelingensfaktoren waren im Prozess, aber eins kann man sagen, dass viele der Leute, die da hineingegangen haben, haben gesagt, niemals werde ich von meinem Standpunkt abrücken, Abtreibung gehört und bleibt verboten und die gleichgeschlechtliche Ehe will ich nicht in diesem Land. Ja? Und in dem Moment, wo Menschen in eine Gruppe kommen, wo sehr viele unterschiedliche Meinungen da sind, auch divergierende, und sie besser verstehen, warum die andere Person diesen Standpunkt hat, kann sozusagen Bewegung in die Meinung der Einzelnen kommen, weil wir dort in diesem Gremium lernen zuzuhören und unter Umständen mit dem Blick auf das Gemeinwohl unsere Meinung auch verändern in so einem Prozess. Und das hat sich gesellschaftlich auch als extrem wertvoll herausgestellt. Es wurde der Diskurs über diese Themen in Irland wesentlich differenzierter geführt, weil natürlich sehr viel Medienarbeit auch gemacht wurde. Also es gab eine ganz, ganz differenzierte Diskussion zu diesen Themen, und vorher waren es nur ja, nein, sehr polarisierte Meinungen. Ganz kurz zum Klimarat, ähnliches Modell, kürzer, ein Jahr lang, von Macron eingesetzt in dieser Krisensituation Gelbwesten, und er hat den Auftrag gegeben, dieses Gremium möge
Maßnahmen erarbeiten zur Reduktion des CO2-Ausstoßes um 40% bis 2030 mit der Auflage, es dürfe nicht zu Lasten der Armen gehen. Ja, das war eine wesentliche Auflage. Das war ja ein Grund auch, warum es zu den Gelbwesten-Protesten gekommen sind, die steigenden Benzinpreise. Und es wurden wieder 150, also diesmal 150, größeres Land natürlich, repräsentativ ausgewählte Bürgerinnen, also nach Geschlecht, sozialem Hintergrund, Alter, nach verschiedenen Kriterien repräsentativ für die Gesamtbevölkerung und eine große Vielfalt unterschiedlicher sozialer Gruppen wurden 149 Empfehlungen ausgearbeitet in einem 500 Seiten langen Bericht, wo bereits mehrere dieser Maßnahmen inzwischen im Parlament in Bearbeitung sind. Macron hat nur 3 der ausgearbeiteten Maßnahmen zum einen vertagt, zum anderen gesagt, nehmen wir nicht, aber die allermeisten Maßnahmen sind sozusagen auf den Weg gebracht, die da entwickelt wurden. Und das ist auch eines der wesentlichen Punkte. Oft einmal bei so heiklen Themen wie Klimawandel will sich keine Partei sozusagen die Finger verbrennen. Jetzt zum Beispiel zu sagen, Autoverkehr gehört massiv eingeschränkt. Ja, das wird kommen, natürlich in Städten anders wie im ländlichen Raum. Das wird zum Teil natürlich auf andere Technologien umgestellt und so weiter. Aber mit so einem Gremium, wie es ein repräsentatives Bürgergremium ist, die unterstützt werden durch Experten und wirklich dann sehr fundiert auf Expertise diese Empfehlungen ausarbeiten, da zeigt sich, dass das ein wunderbares Mittel ist, wo Parteien sich ein wenig, also sozusagen Themen abgeben können, die neutral diskutiert werden können in so einem Gremium. Genau, und nur ganz kurz, weil es eben ein österreichisches Modell ist, Bürgerrat nach Vorarlberger Modell funktioniert anders, wird auf Landesebene und auf kommunaler Ebene gemacht. Inzwischen ist es in Vorarlberg in der Landesverfassung. Es wird einerseits von Kommunen oder vom Land initiiert, andererseits können 1000 Bürgerinnen mit Unterschrift einen solchen Bürgerrat ins Leben rufen. Und dieses Instrument wird ganz viel eingesetzt zur Diskussion oder Erarbeitung von Lösungen für schwierige Themen, wie soll sich zum Beispiel Bildung weiterentwickeln, ganz besonders war dieser Landesbürgerrat zur Aufnahme von Flüchtlingen in Vorarlberg schon ganz früh angesetzt. Also die haben das schon vorausgesehen, was da 2015 im Sommer dann passiert ist und haben schon im Juni sich gerüstet mit diesem Bürgerrat und Strukturen geschaffen, wie können Gemeinden Geflüchtete gut aufnehmen und auch integrieren. Wen es interessiert, ich kann danach noch ein bisschen über diesen Bürgerrat, über dieses spezielle Format erzählen, mit dem wir sehr, sehr gern arbeiten, weil es einfach ein Format ist, das Menschen politisiert, wirklich ein riesen Lernprozess, was politische Entscheidungsfindung anbelangt. Ja, es wird keine politische Entscheidung getroffen in einem Bürgerrat, aber Empfehlungen erarbeitet. Und Bürgerinnen verstehen viel besser, wie schwierig es auch ist, eine gemeinwohlorientierte Entscheidung zu treffen, ja, wie komplex solche Prozesse sind. Und dadurch werden auch, wenn solche Prozesse öfter stattfinden, sozusagen die politischen Diskussionen differenzierter, weil man einfach erlebt hat, wie komplex die Sache ist. Abrundend würde ich sagen,
All diese Prozesse, es gibt auch Entwürfe für demokratische Reformen auf EU-Ebene mit so einer Bürgerkammer. Macron hat gesagt, er wird in Frankreich die dritte Kammer einführen mit zufällig ausgewählten Bürgerinnen als zusätzliche dritte Kammer. In Österreich war schon auch mal die Debatte, den Bundesrat durch eine Bürgerkammer zu ersetzen. Also all diese Entwicklungen köcheln nicht mehr, sondern kochen gerade. Es gibt immer mehr solche Überlegungen und meiner Meinung nach haben sie wirklich das Zeug in sich, Demokratie wieder zu beleben, Menschen wieder zu politisieren, mit Freude am politischen Gestalten für die Politik zu gewinnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Martina. Also unsere Bürgermeisterin aus Gmünd könnte so einen Bürgerrat einsetzen, indem sie zum Beispiel 8 bis 12 Bürger per Losverfahren auswählt und die könnten dann zum Beispiel Entscheidungen, also Empfehlungen für Entscheidungen ausarbeiten, wo sie was für sie schwierig wäre, weil sie sonst abgewählt werden, zum Beispiel wenn sie den Autoverkehr eindämmen und stattdessen Parks oder Kindergärten bauen wollen, dann können sie sagen, aber das haben die Bürger entschieden. Ja. Aber das, ja, ja, ja. Ja. Aber ich finde das eine ganz tolle Methode, weil das Wichtigste ist ja überhaupt auch in allen zwischenmenschlichen Beziehungen, was ist das Wichtigste? Das Zuhören. Ja? Der Roland Barth hat ja auch gesagt, hör mir zu, berühre mich. Zuhören ist wie berühren. Und da haben die Bürger zum ersten Mal das Gefühl, dass sie angehört werden. Ja? Natürlich ist es wichtig, dass sie das dann auch, dass das die Politik dann umsetzt, weil sonst kommt der große Frust. Ja? Meine Frage wäre, weil wir jetzt gerade viele vom Herrn Dr. Spiedler viele Ideen gehört haben, was man alles machen müsste als gemeinsames Europa in einer viel mehr integrativen Union, wäre es möglich, und es geht natürlich jetzt um die Zahl, wäre es möglich auch in Europa, europäische Bürger, dass sie solche Dinge erarbeiten, die man dann natürlich auch umsetzen müsste? Ich glaube, es funktioniert schon wieder. Ja, natürlich ist es möglich. Es gibt auch schon Prozesse in großer Zahl und mit großen Teilnehmerzahlen. Es gibt da verschiedene Modelle. Ich glaube, also wie soll ich sagen, das Wirksamste, finde ich, ja, aber es ist wieder ausgegangen. Ja, das, ich glaube, ja. Also es gibt diese großen Prozesse, wo man viele Menschen erreicht, aber das, was ganz besondere Wirkung hat, ist, wenn ich mit Menschen in kleinen Gruppen, also das können jetzt auch 100 kleine Gruppen sein, ja, aber in Formaten wie dem Vorarlberger Bürgerrat, wo einfach in einer ganz anderen Art und Weise zugehört und gemeinsam nach Lösungen gesucht wird. Ich habe das Gefühl und ich bin seit vielen, also seit Jahrzehnten, sage ich, mache ich Beteiligungsprozesse in Gemeinden, in Regionen und auf Bundesebene und sehe, dass da auch viel schon passiert. Aber das, was eine ganz andere Wirkung erzeugt, ist, wenn das ist eine bestimmte Art, eine bestimmte Haltung, eine bestimmte Art, einen Vertrauensraum in einem
in einer Runde zu erzeugen, sodass Menschen nicht mehr nur sich gegenseitig mit Argumenten beschmeißen quasi, sondern dass sie einander zuhören mit dem Wunsch, auch wirklich zu verstehen und dass dann plötzlich neue Dinge emergieren können, so wie wir sagen, also nicht die Fortsetzung des Alten, sondern wo etwas ganz Neues entstehen kann. Das kann aber nur dann passieren, wenn eine bestimmte Prozessqualität hergestellt wird. Es ist ganz schwierig, das einfach so nur zu erklären, aber das ist sozusagen ein ganz besonders wirksame Prozessqualität, wo wirklich neue Einsichten, neue Lösungen entstehen können. Wenn man die große Masse erreichen will, gibt es natürlich viele andere Formate, mit denen man auch arbeiten kann, aber mit Dynamic Facilitation in diesem großen Rahmen nicht. Vielen Dank. Sie können ja dann noch ganz konkrete Fragen stellen. Wir machen jetzt eine kurze Podiumsdiskussion. Also ich möchte nur zwei Fragen stellen, weil die Zeit schon sehr fortgeschritten ist. Und die erste Frage wäre, was eigentlich auch zu den beiden Europareferaten, und zwar für mich war es interessant, ich weiß jetzt nicht mehr, war das vor 10 oder 15 Jahren, habe ich ein Buch gelesen von Ian Morris und der hat geschrieben, Why the West Rules, also warum eigentlich der Westen regiert, das heißt, warum hat der Westen die Macht, warum hat er die Wertschöpfung, die höhere, die Technologien, die höhere, warum schaut ganz Afrika und Asien auf den Westen? Und mit dem Westen meine ich jetzt auch transatlantische Staaten. Ja? Und das Interessante für mich, einer der größten, ich bin gespannt, was die Karin Kneißl sagt und der Herr Spiedler, die ja auch da Experten sind. Aber für mich einer der größten China-Experten und Analysten ist der Kishore Mahbubani. Und der hat jetzt ein Buch herausgebracht und heißt, es heißt Has the West Lost It? Hat der Westen jetzt verloren? Ja? Und da, dann hat er gesagt, also er hat dann einen Vortrag gehalten und hat gesagt, no, not yet. Na, noch nicht jetzt, aber I fear it may do so. Aber ich befürchte doch, dass es so sein wird. Ja. Und die Karin Kneißl hatte eigentlich sehr vorausblickend, und es hat mir sehr gut gefallen, das Buch Wachablöse. Ich glaube, es war 2017 herausgekommen. Du schreibst ja ein Buch nach dem anderen. Da hat sie ja schon geschrieben, von der pazifischen Weltordnung, also von der transatlantischen zur pazifischen Weltordnung. Und man sieht ja jetzt schon dieser Aufstieg der asiatischen Staaten und vor allem China. Und ich habe mir auch ein paar Zahlen rausgeschrieben, obwohl ich sonst nicht für Zahlen bin, aber das ist so gigantisch, wenn man das liest. Ja. Nämlich nur, wenn man die Wertschöpfung, das Bruttoinlandsprodukt anschaut, wie sie das verändert hat. Ja. Das ist natürlich eine große Gefahr für Amerika, weil Amerika ist jetzt ein Imperium, das regiert. Ja. Das, es geht ja auch, Europa hat ja sogar das Zahlungssystem. Also wir haben ja irrsinnig viel, was wir von Amerika übernommen haben und deswegen müssen wir uns auch allen Sanktionen unterwerfen, weil sonst wären unsere Konten dort gesperrt. Sie wollen auch nicht, dass wir Nord Stream 2 machen, weil Europa soll gefälligst also das Fracking-Gas und das Erdöl von Amerika abnehmen und nicht von Russland und von anderen Staaten. Ja. Also das heißt, ich hoffe ja, dass sich das doch ändern könnte. Aber meine Frage wäre jetzt, also has the West lost it? Also was bedeutet das jetzt? Was könnte jetzt Europa zum Beispiel tun? Weil ich meine, Amerika, wie man sieht jetzt beim Trump, dieses China-Bashing, und das hat auch Thukydides schon, ein griechischer Philosoph, vor tausenden Jahren gesagt, wie gefährlich es ist, wenn ein Empire absteigt, dann schlägt es wild um sich und da gibt es auch eine Kriegsgefahr. Ja. Und die Frage ist, was kann jetzt Europa tun? Und bitte noch nicht die NATO-Frage, das wäre nämlich meine zweite Frage, beantworten, jetzt von der Verteidigung her, aber ich meine jetzt, was Herr Dr. Spiedler schon, vielleicht könnten Sie anfangen, was Sie gemeint haben, was könnte Europa jetzt stärker machen? Meiner Meinung nach, dass die Frage der Übermacht ist nicht so wichtig, ja, weil das ist ganz klar, dass China geht nach vorne, Indien vielleicht auch Afrika in gewissen Teilen, also das ist halt Geschichte. Wir müssen damit leben, aber das heißt, wir müssen unsere innere Stärke entwickeln.
intellektuelle Stärke, ökonomische Stärke und so und ringen mit jemandem über, für Übermacht, das ist nicht Frage für Europa. Wir müssen vor allem daran denken, aber damit Ringen und Übermacht nicht in Wirklichkeit, sich nicht Wirklichkeit realisierte. Und das heißt, wir müssen, ich habe es schon gesagt, multilaterale Konzepte entwickeln und unterstützen. Also das ist, also das heißt nicht direkt, sondern indirekt. Unsere Strategie muss indirekt sein. Das heißt, gewisse Weltordnung zu halten und daran denken, dass Gesetz schützt die Schwächeren. Ja, das ist wichtig. Die Abkommen und verschiedene Gesetze sind wichtig für die Schwächeren. Und wir wollen, und das ist unser Konzept, dass Schwächeren auch leben können, ja. Dass sie nicht unter Druck stehen sollen, dass sie haben Menschenrechte, politische Rechte und so. Wenn man daran denkt, zum Beispiel, denken Sie, dass es möglich ist, dass Afrika könnte so viel Energie konsumieren wie wir? Fast nicht, das ist unmöglich. Das heißt, die Welt platzt in dem Moment. Das heißt, wir müssen mit Afrika teilen. Ja, das ist ganz klar. Und das heißt, wir dürfen nicht um Übermacht ringen, sondern wir müssen um effektive Kooperation mit anderen ringen. Und das ist unsere Stärke. Und das stärkt uns. Und dass die Chinesen werden künstliche Intelligenz haben, sicher. Dann müssen wir auch gewisse Intelligenz haben. Ja. Galileo ist ein kleiner Beispiel, weil ohne Galileo waren wir abhängig von GPS. Jetzt können Vereinigten Staaten nicht GPS für Europa abschalten, weil es gibt Galileo. Ja. Aber Galileo steht nicht in Konkurrenz mit GPS, sie kooperiert, also die Satelliten kooperieren. Und das ist meiner Meinung nach unser Konzept und unsere Stärke. Und es ist auch im Unternehmertum ist es wichtig, nicht die Schwächen überwinden, das ist auch wichtig, aber nicht so, sondern die Stärken weiterentwickeln. Unsere Stärke ist Zusammenarbeit. Das müssen wir entwickeln. Und das ist unsere wirkliche Stärke. Kein Problem. Ja, vielen Dank. Meine Antwort wäre eine in Richtung, vielleicht zurück zur Basis, wir müssen wieder durstiger werden. Also das, was ich in Europa vermisse, auch als jemand, der so seit dem Jahr 1993, 94 viel unterrichtet hat an öffentlichen Universitäten in Wien und auch an privatisierten, es ist leider immer mehr in den privatisierten Bereich gegangen, die Hochschulbildung, was ich als eine ganz fatale Entwicklung sehe. Aber die tollste Unterrichtserfahrung, es war nur eine Woche, die ich je hatte, war vor rund 12 Jahren in Vietnam. So viel Durst, Neugier, Hunger, ja, also habe ich selten in einem Vortragsraum gespürt, wie in diesen Tagen damals in Ho Chi Minh, wo einfach junge Menschen alles wissen wollten, rausgesaugt haben. Ja. Also man ist rausgegangen und hatte also nur mehr Debatten und Fragen. Und das habe ich immer wieder vermisst in einem Wiener Ambiente, in einem deutschen Ambiente, wo also bloß nicht sich zu sehr exponieren, lieber sozusagen mitschwimmen, die ETS machen, aber nicht sozusagen das Gesamtkonzept erkennen. Und da sind wir einfach in dem Bildungsdilemma. Ich weiß, das ist ein Riesenthema, das hat noch keine Generation ganz gelöst. Nur
Freigeister, Querdenker wie ein Steve Jobs, der sich eingebildet hat, der will eine Wischfunktion auf dem Mobiltelefon, ein Querdenker wie ein Elon Musk, unter anderem Unternehmungsgründer von Tesla und vielen anderen, derartige Querdenker und Freigeister sind in einem europäischen Bildungssystem heute nicht vorgesehen. Die kriegen wahrscheinlich spätestens ab dem 8. Lebensjahr kleine bunte Pillen, weil sie zu dynamisch sind, zu viel Unruhe in den Klassenraum bringen oder was auch immer. Also wenn ich jetzt auch ganz subjektiv von mir sagen darf, ich habe ein paar Mal darüber nachgedacht, als mit 9/11 und dann noch verstärkt ab 2014 diese riesige Sorge der Sicherheit zu berechtigt, ja, ich will das nicht ironisieren, was junge Leute und Dschihadismus anbelangt. Ich habe mit 16, 17 gesagt, ich will Arabisch lernen und habe also an der Tafel immer wieder arabische Schriftzeichen so vor mich hin und her gemalt in der 10 Uhr Pause. Das war im Jahr 1980 möglich. Aber im Jahr 2010 hätte wahrscheinlich die Schulleitung den BVD geholt und gesagt, ich glaube, die muss einmal für ein Jahr woanders hin. Ja? Also da ist heute einfach alles, so viel nicht mehr möglich an ein bisschen anders sein. Und das, was Europa ausgemacht hat, war immer dieses sich reiben dürfen an so unterschiedlichen Meinungen, Köpfen. Ja? Das ist Mitteleuropa. Ich war muss zu meiner Schande gestehen, erst im Jahr 2014 zum ersten Mal da in diesem Dreieck Weimar, Leipzig, Dresden und war eingeladen in Halle an der Saale. Zum ersten Mal dort. Also ich war fasziniert, bin dann gleich noch ein paar Mal hingefahren in diese kleine nette Stadt. Was mich fasziniert hat dort war diese Ernst-August-Franck'schen Stiftungen Aufklärung, diese vielen Universitätsgründungen, die in diesem kleinen Eck stattgefunden haben. Nur als Beispiel, sie konnten Anfang des 17. Jahrhunderts, ja, man schrieb das Jahr 1610, noch vor dem Dreißigjährigen Krieg, konnten sie als interessierter Mensch, der sich jetzt eingebildet hat, jetzt bin ich wieder bei meinem Lebensweg, Arabisch lernen. Das war in Wien schwierig in den 80er Jahren. Aber wenn Sie das im Anfang des 17. Jahrhunderts gesagt haben, in Halle an der Saale, dann hatten Sie die Möglichkeit zwischen der Universität in Halle, Leipzig, Weimar, Dresden. Überall wurde Osmanisch und Arabisch und Persisch gelehrt. Und das konnte man in ein paar Tagesmärschen bewältigen. Keine Universität war weiter entfernt als 60, 70 Kilometer. Und das macht Europa aus. Wenn Sie als ein interessierter Querkopf irgendwo im Ural sich gesagt haben, im Anfang des 20. Jahrhunderts, im 17., 18. Jahrhundert, ich will Philosophie studieren oder Musik oder was auch immer, dann mussten sie schon sehr, sehr weit gehen, um nach St. Petersburg oder später Moskau zu kommen. Nur dort waren Universitäten. Der Rest war weite Steppe und ist es. Wollten sie in Spanien ausbrechen aus den feudalen Strukturen, die bis in die 80er Jahre in Spanien geherrscht haben. Ja? Da mussten sie auch sehr weit gehen, weil die einzig vernünftige Universität war lange Zeit Salamanca, sonst gab es keine. Ja? Und das ist das, was für mich eben dieses Mitteleuropa ausmacht, wo in kurzen Distanzen man aufgrund des zerfallenden Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation mit den vielen, vielen kleinen Souveränen, mit den vielen Höfen, mit den vielen Theatern, ja, wo man ja eben seine Karriere dann machen konnte von der Provinz in die Hauptstadt, das ist Europa. Und für diese Querköpfe und Freigeister sehe ich im Moment eine zappendüstere Zukunft. Weil wer immer ein bisschen, und ich spreche da von meiner, auch von meiner kleinen Lebenserfahrung, auch aus allerjüngster Zeit, sie sind weg vom Fenster. Entweder you play by the rules und das sind die Cliquen aller Art. In Österreich sind sie ganz besonders ausgeprägt. Oder sie sind draußen aus dem Spielfeld. Und dann schauen sie, wie sie selber weiterkommen. Und wenn sie jetzt mal jenseits der 40 oder 50 sind, können sie sich noch irgendwie über die Runden bringen. Aber wenn sie als junger Freigeist von 14, 15 Jahren, und ich habe da allerhand auch erlebt, wie junge Menschen gebremst wurden in ihrem kritischen Schauen, Betrachten, weil es das Bildungswesen, die Direktion, wie auch immer, nicht so sehen will. Weil es den Druck gibt, nicht zu bestimmten Veranstaltungen zu gehen, nicht bestimmte Leute zu sehen. Da ist die Empörung vor dem sich informieren. Und das ist eine sehr, sehr bedauerliche Entwicklung, die wir in weiten Teilen der europäischen Gesellschaften sehen.
Also das finde ich eine interessante Analyse. Das heißt eigentlich, das erinnert mich jetzt an das Buch von Moelle Beck, Submission, Unterwerfung. Das war ja auch für mich interessant, dass er eben beschreibt, dass die, also im, zum Beispiel, weil du sagst Vietnam, ja in anderen Ländern auch, er redet eben von den Muslimen, die dort einwandern, die haben noch so einen Biss, die wollen noch etwas. Ja. Und während die Franzosen eigentlich ganz müde sind und sich irgendwie zufrieden geben mit den zivilisatorischen Werten, weil sie glauben, das wird für immer und ewig bestehen und dass die Demokratie aber nur, dass die Zivilisationsdecke dünn ist, das wissen die meisten eben nicht. Ja. Also das ist eine wichtige und gute Analyse. Ja. Meine zweite Frage wäre zur NATO, zur Europäischen Verteidigungsinitiative. Wir haben ja ganz kurz gesprochen über Realpolitik und Machtpolitik. Ja. Und es ist interessant, vor 70 Jahren wurde die NATO gegründet. Und zwar, ich behaupte jetzt einmal, ihr könnt mich widersprechen, aber ich möchte jetzt etwas sagen, damit ich also widersprochen werde. Also aus einem Grund, um die USA in Europa zu halten, um die Sowjetunion aus Europa rauszubringen, die hat ja damals noch über 350.000 Soldaten gehabt, weil die Russen haben ja 20 Millionen Menschen verloren im Kampf gegen den Faschismus und in Österreich haben sie uns ja als Erste befreit. Wir reden ja immer nur von den USA, aber die Russen waren die Ersten da, die uns befreit haben. Und die sind dann tatsächlich abgezogen. Und ich habe selber zwei Interviews mit Gorbatschow gemacht und sie haben versprochen, die Amerikaner, wenn die Russen abziehen, dann werden die ehemaligen sowjetischen Staaten wie Polen, Litauen und so weiter, alle Staaten werden nicht der NATO beitreten. Ja. Dann ist ein Land nach dem anderen, hat Russland umzingelt und ist der NATO beigetreten. Aber der dritte Grund war eigentlich auch, um die Deutschen in Europa nicht groß werden zu lassen. Ja. Und jetzt haben wir die NATO und Sie haben gesagt, Herr Spiedler, dass es eben sehr viel Militär gibt in Europa, aber vereinzelt in einzelnen Ländern, aber nicht zusammen. Und jetzt eine Frage, die mich schon länger umtreibt, ich bin kein Militärexperte, aber was wäre es, wenn angenommen Europa würde eine europäische Verteidigungsinitiative gründen, was würden dann die NATO-Länder, die europäischen NATO-Länder machen? Weil sonst zahlt Europa nur doppelt und würde trotzdem mit der NATO dann eben mitmachen bei den Regime-Change, bei den, so wie im Irakkrieg und so weiter, mit der Beistandspflicht und so weiter. Also was heißt das dann? Europa hat eine eigene europäische Militärinitiative. Was heißt das dann für die europäischen NATO-Staaten? Kann das jemand beantworten? Ja? Meiner Meinung nach, das ist natürlich eine sehr wichtige Frage, aber die wichtigere Frage ist, brauchen wir wirklich eine gesamteuropäische Armee? Und ich bin sicher, weil es gibt geopolitische Probleme und Afrika gibt es. Kann jemand daran denken, wenn zu den verschiedenen Konflikten und Tumulten in Afrika kommt, dass NATO wird etwas machen? Dass sich die Vereinigten Staaten engagieren, das sicher nicht. Für sie ist es unnötig und nicht wichtig. Also wir brauchen diese Initiative, in 50er Jahren sogar ähnliche Initiative schon stattgefunden hat. Das heißt, sie heißt Pleven-Initiative, das waren die Franzosen gemacht, weil sie möchten nicht Militarisierung von Deutschland. Und ohne Militarisierung von Deutschland, ohne deutsche Armee, wäre es unmöglich, die Russen zu bremsen. Also sie brauchten Macht von Bundesrepublik Deutschland, aber möchten nicht Bundeswehr. Also sie möchten gesamteuropäische Armee. Und diese europäische Armee wurde gestaltet durch sehr kleine Einheiten, nicht deutsche Division, sondern deutsche 100 und diese eine 100 von Deutschland, eine 100 von Niederlande, eine 100 von Frankreich. Das heißt, das ist ein Bataillon, ja. Also der europäische Armee. Und es fast
haben sie es damals geschaffen, aber Frankreich führte in der Zeit ihre schmutzige koloniale Kriege, und sie wollten nicht, sie haben keine Gedanke, wo, und wussten sehr klar, dass die europäische Armee wird sich in Vietnam nicht engagieren. Ja. Also Bundesrepublik Deutschland hat ja gesagt, alle anderen Staaten haben ja gesagt, nur Frankreich hat nein gesagt. Ja. Es waren 3 oder 4 Stimmen in der National Assemblée, also es wäre sehr, sehr nahe. Und wer dazu gekommen wäre, dann wurde Europa gewissermaßen ein Staat. Weil militärische Macht und Einsatz der Armee brauchte eine politische Legitimität, und es gibt keine andere Legitimität in Nutzung der Armee als die staatliche und demokratische Legitimität. Also damals ist dazu gekommen, dass Europa ist nicht zu Vereinigten Staaten von Europa gekommen ist, sondern zu unserem Modell. Aber natürlich, ich habe schon einmal gesagt, Geschichte sind nicht lenkbar. Ja, dann darf ich Sie bitten um einige Fragen. Wenn Sie wollen, können Sie Ihren Namen sagen und aus welcher Organisation Sie kommen. Wenn Sie noch dazu sagen, an wen Sie die Frage richten wollen. Und ich möchte gerne jetzt, oder vielleicht kann ich Simon bitten. Wer? Okay, Thomas. Die Fragen, dass man Fragen sammelt, weil sonst geht sich das nicht aus. Ja. Also immer dazu sagen, an wen, und ich schreibe auch ein bisschen mit. Danke, Thomas. Danke. Przemysł Janier. Ich habe eine Frage oder eine Bemerkung eben zu dem letzten Thema, was gerade angesprochen wurde, und zwar zu den europäischen Streitkräften. Es wurde während des Abends mehrmals erwähnt, dass mit der, sagen wir, beabsichtigten geopolitischen Rolle Europas man auch die Armee oder Armeestreitkräfte irgendwie logischerweise aufbauen oder schaffen sollte. Meine Frage wäre folgende: Wozu beziehungsweise was wäre Ihre Aufgabe? Also wenn wir jetzt wirklich die brutale Propaganda über die Gefahren von Russland, Iran oder Nordkorea weglassen, dann Tatsache ist, dass niemand bedroht Europa. Weit und breit gibt es keine Gefahr, keine militärische Gefahr für Europa. Also wäre der Sinn oder der Einsatz der eventuellen Streitkräfte außerhalb von Europa nach dem Modell von den USA? Gibt es weitere Fragen? Vielleicht möchte jemand noch was wissen, auch zu den Bürgerräten. Ja, mein Name ist Johannes Zwickel. Ich sehe das Problem in Europa und in der Politik darin, dass das Ganze ein geisteswissenschaftliches Experiment ist. Es fehlt mir vollkommen der Zusammenhang zwischen der Politik und der Wirtschaft. Wenn ich Europa vergleichen würde mit dem menschlichen Organismus, müsste man sich das vorstellen, dass wir viele tolle Organe haben. Jeder kann etwas speziell gut, jede Extremität kann etwas gut, aber das, was das Ganze zusammenhält, ist der Blutkreislauf. Und dieser Blutkreislauf ist praktisch die Wirtschaft. Und wir haben aber überhaupt keine Bildung, keine Volksbildung über Wirtschaft. Wir haben in der Politik keine Unternehmer mehr, wir haben in der Politik keine Ökonomen mehr, und niemand versteht diesen Zusammenhang, wie es funktioniert, dass wir alle die Ideen, die wir haben,
auch unterbringen, sodass wir mit unserem System, nämlich das Wirtschaftssystem, es auch meistern können. Weil wir die Bildung in diesem Bereich ziemlich zurückgeschraubt haben und auch in den Schulen nicht mehr unterrichten. Und dieser Mangel an Bildung wird irgendwann einmal dazu führen, dass wir das Made in China nicht im Assembled in Afrika haben, sondern wird vielleicht einmal dazu führen, dass wir sagen Made oder Designed in China und Assembled in Europe. Weil wir einen riesen Ausverkauf auch sehen an den Produktionsbetrieben und an den Handelsbetrieben in Europa, auch an den Börsen, wo das Kapital alles nach Amerika und nach Asien abfließt und wir in Europa nicht mehr in der Lage sind, unsere eigenen Großbetriebe zu kaufen. Also es wird im Prinzip von Amerika strategisch große Unternehmen in Europa aufgekauft über die Börse. Dasselbe macht China und wir schauen zu und wundern uns, dass zum Beispiel die Eaton in Schrems heute ein amerikanischer Betrieb sind und dort keine europäischen Standards mehr gefahren werden, sondern nur mehr rein amerikanische. Das Wissen darum, zum Beispiel in einem großen Industriebetrieb etwas zu fertigen, von vorne bis hinten, das geht vollkommen verloren, weil die Zentrale im Ausland sitzt und der österreichische Standort zum Beispiel, der also konzipiert worden ist, dieses Wissen und diese Produkte zu erzeugen, ist nur meine Werkbank. Und wir merken das gar nicht, weil wir im Prinzip Ökonomie vollkommen vernachlässigen. Und Ökonomie kein Bildungsstandard ist und Ökonomie auch kein politischer Standard ist. Und wenn wir das nicht kapieren, werden wir irgendwann am Ende die Rechnung bezahlen. Wir brauchen nicht die Macht über das Militär. Das ist vollkommen uninteressant. Die Macht geht immer über die Ökonomie. Das weiß jede Hausfrau. Wer das Geld in der Hand hat, der entscheidet, was gekauft wird. Und dasselbe ist in der Europäischen Union so. Wir haben keine Idee, wie wir diesen ganzen Milliarden, die wir jetzt ausgeben für die Corona-Krise, wie wir das wieder hereinbekommen sollen. Irgendwann werden die Chinesen dastehen und sagen, wir zahlen euch die Schulden, aber damit gehört sie uns. Guten Abend, Christoph Becker. Mich hätte etwas näher interessiert, was der Unterschied zwischen diesen drei Arten von Bürgerräten ist, jetzt der isländische und vorarlbergerische Modell. Wenn Sie auf das bitte noch mal näher eingehen können. Mein Name ist Franz Tesser, ich bin Brigadier im Ruhestand, Brigadegeneral heißt das in Tschechien. Und meine Meinung zur europäischen Armee, selbstverständlich werden wir sowas brauchen. Es wird also, auch wenn wir momentan keine direkte Gefahr sehen, Russland rüstet ungeheuer auf, auf Amerika brauche ich gar nicht zu reden, China rüstet ungeheuer auf und wir werden, ohne dass wir das jetzt einsetzen müssen, alleine das Vorhandensein einer Armee ist also eine große Stütze für all das, was wir sonst, Wirtschaft und so weiter. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, eine gemeinsame europäische Armee hätte in der NATO natürlich wesentlich mehr Gewicht gegenüber den Amerikanern, als es einzelne Staaten haben. Und ein drittes, da weiß ich nicht, ob ich da ganz richtig bin. Die NATO ist also Richtung Russland vorgerückt, ja. Aber ich habe mal das gehört, nicht so sehr, weil die NATO das wollte, sondern weil die ehemaligen Satellitenstaaten der Sowjetunion, speziell die baltischen Staaten, Polen und so weiter, noch immer Angst haben vor Russland und nie wieder Russland ausgeliefert sein wollen. Die haben also fürchterlich gelitten unter der Sowjetunion, ja, was wir gar nicht mitbekommen haben, ja. Ich weiß das auch vom militärischen Bereich. Die Sowjetunion hat also diese Länder unterdrückt in einem Maße, wie die NATO das niemals mit den ihren Staaten macht. Und die haben also nie wieder Gefahr von Russland. Und wer kann sie schützen? Die Europäische Union kann sie nicht schützen. Nur die NATO kann sie schützen. Und das ist, habe ich mal gehört, einer der Gründe, warum die NATO so weit nach Osten vorgerückt ist. Danke. Möchten Sie anfangen, Herr Dr. Spiedler? Ja.
Danke. Ich zu der Armee habe ich nichts mehr zu sagen, ja, weil das war wirklich sehr richtig in meiner Linie. Aber trotzdem möchte ich etwas dazu bemerken. Man kann ein Beispiel von Renaissance Italien anschauen. Ja. Und was sieht man? Ökonomie hervorragend, sehr, sehr weitsichtig, fast alle Begriffe in der Finanzbranche stammen aus Italien, Bankrott zum Beispiel, Bilanz und so. Also fast alle Agio, Lombard, fast alle haben die Italien in Italien entwickelt. Ja? Also exzellent. Dann Kultur, hervorragend, Renaissance und so. Aber was fehlte? Integration und auch militärische Macht. Und nach einigen Jahren war alles vorbei, weil nur kulturelle Werte, ökonomische Werte sind nicht genügend, damit etwas funktionieren konnte. Und wenn man sieht, in moderner Welt, was heißt Prosperität, das ist immer Zusammenarbeit oder Zusammenhang zwischen Ökonomie, Kultur und der politischen Macht. Und politische Macht ohne militärische Macht ist keine Macht in Wirklichkeit. Ja. Also wir brauchen das, das ist natürlich sehr schwierige Frage. Und noch ein Beispiel möchte ich sagen für die Ökonomie, weil das war sehr tiefgreifend und ich kann das nicht in Tiefe verfolgen, aber im Prinzip möchte ich zeigen ein Beispiel, das ist Airbus. Ja. Weil ohne Integrierung verschiedener Länder wäre es unmöglich, solch ein erfolgreiches Projekt zu führen. Unmöglich für Frankreich, unmöglich für Deutschland, unmöglich für die anderen. Also Airbus ist ein Beispiel, was kann integrierte Europa in der Ökonomie leisten. Zu den drei vorgestellten Beispielen. Ich würde das in zwei Kategorien unterteilen. Das Modell Klimarat und das irische Modell sind im Grunde sehr ähnlich vom Ablauf. Und das, was ganz besonders ist, ist eben diese repräsentative Zusammenstellung der Teilnehmenden. Und, also das ist das eine, also per Los, aber nach repräsentativen, also dass ein repräsentativer Durchschnitt der Bevölkerung quasi diese Lösungen erarbeitet und diese Empfehlungen für die Regierung erarbeitet. Ja. Das hat eine ganz besondere Qualität, dass Menschen ganz unterschiedlicher sozialer Schichten, unterschiedlichen Hintergrund, so wie die Bevölkerung zusammengesetzt ist, diese Lösungen erarbeiten. Das hat auch für diese Gruppe natürlich ganz besondere Qualität, denn sie verstehen vielleicht zum ersten Mal, welche Sorgen, welche Sichtweisen jemand hat aus einer bestimmten Region oder aus einer bestimmten sozialen Schicht. Also solche Auseinandersetzungen haben wir ja in der Regel nicht, nicht? Wir kommunizieren in der Regel doch in einer sehr homogenen Blase und solche Aushandlungsverfahren geben uns die Möglichkeit, einfach Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen kennenzulernen und deren Sichtweisen und Denkweisen zu erkunden und auch zu verstehen und nachvollziehen zu können. Das ist das eine. Und das zweite, was ich auch für ganz essentiell halte bei diesen zwei Modellen, ist die ganz konkrete Anbindung an die politische Entscheidung. Das heißt, es wurde schon
der Auftrag kommt von der Regierung und die Regierung sagt, wir nehmen diese Empfehlungen und sie werden im Parlament diskutiert und weitere Schritte festgelegt. Ja. Also das ist insgesamt, würde ich sagen, für jeglichen Beteiligungsprozess eine der ganz essentiellen Dinge. Ja. Sehr viel Beteiligung wird gemacht und im Grunde geht es um Akzeptanz von bereits getätigten Entscheidungen, nur weil man halt ein bisschen die Bürgerinnen einbeziehen möchte. Also das hat schon eine ganz besondere Kraft. Und das, was ganz besonders an dem dritten Modell ist, es ist zwar schwächer, was die Anbindung an die politischen Entscheiderinnen anbelangt, also nicht diese ganz stringente, es wird dann sozusagen weiter verfahren mit den Ergebnissen jedenfalls, aber das, was ganz besonders ist, ist diese Qualität des Prozesses. Das kann ich jetzt in der Kürze gar nicht so genau ausführen, weil es ist eine bestimmte Moderation, die Dynamic Facilitation, die Kreativität extrem befördert, ja, in einer Gruppe. Und dadurch können wirklich sehr innovative Lösungen oft entstehen aus solchen Prozessen. Und die zweite Wirkung ist, es ist eine Methode, die am Ende die Leute rausgehen lässt und sagt, es ist so, wie wenn wir einander schon Jahre gekannt hätten, weil sie einfach so in dieser Art und Weise normalerweise nicht zuhören, nicht eingehen, nicht miteinander in dieser Tiefe sprechen. Ja? Also es ist eine ganz besondere Qualität des Zuhörens und Miteinandersprechens, sodass diese Vertrautheit und auch dieses Vertrauen entsteht, die befördert wird durch die Art der Begleitung, also durch die Moderation, durch die Art der Moderation. Und also das sind sozusagen die Hauptunterschiede. Und auf der kommunalen Ebene ist dieses Vorarlberger Modell wunderbar. Und auf der nationalen Ebene finde ich dieses irische Modell einfach sehr, sehr wirksam, wenn man eine repräsentative Gruppe für die Gesamtbevölkerung versammelt hat. Ja, das in aller Kürze. Danke sehr. Ja, noch einmal zur Frage Rolle der Wirtschaft in Bildung, aber ich glaube, das hat grundsätzlich zu tun mit einem absoluten Niedergang des Bildungswesens in den letzten 20, 30 Jahren. Also das ist nicht nur das Thema Wirtschaft. Einer der vielen Gründe meines Erachtens, warum es zur Finanzkrise 2008 in der Folge dann Wirtschaftskrise kam, waren diese Crashkurse im Erwerben von MBAs und anderen Diplomen. Wenn einfach nichts mehr geübt, erlernt wird. Meiner Beobachtung nach ist jeder Absolvent einer Handelsschule der 70er, 80er Jahre fähiger, Bilanzen zu lesen, als heute große MBA-Absolventen, die 5, 6 Jahre, wie es bei Ernst & Young passiert ist, eben nicht draufkommen, dass 2, 3 Milliarden in der Bilanz fehlen. Also da ist etwas wirklich tief im Argen. Und ich sage das als jemand, der auch sehr lange eben unterrichtet hat, es fehlt heute die Bereitschaft, sowohl in der Organisation dieser vielen, vielen Bildungseinrichtungen, die bedauerlicherweise in einem Wettbewerb des Geschäftsmodells stehen und nicht des Bildungs- und Wissensvermittlungs. Also da haben wir einfach eine Inflation. Sie finden gar nicht so viel großartige Lehrkräfte, um die vielen Fachhochschulen, die vielen Universitäten, jetzt noch neue zusätzliche Universitäten, wirklich, da spreche ich nicht nur vom Budget, sondern sie finden einfach nicht die Lehrkräfte, die dann auf einem bestimmten Niveau Wissen vermitteln. Das ist einfach nicht möglich. Und da ist es dann wirklich nur mehr ein Geschäftsmodell, bedauerlicherweise. Und diese Diplome sind sehr, sehr wenig wert. Inhaltlich, sie mögen vielleicht noch eine Zeit lang funktionieren, aber ich sage das als jemand, der sehr lange an verschiedensten Institutionen unterrichtet hat und das mit großem Bedauern verfolgt habe. Egal, ob das jetzt eine diplomatische Akademie in Wien ist, die auch nicht mehr das ist, was in den 70er, 80er Jahren noch geboten hat, oder ob es eben andere, viele Bildungseinrichtungen sind. Und zur Frage noch zur Ökonomie,
Seit 2008 wird auf EU-Ebene diskutiert, einen europäischen SWIFT zu schaffen. Ja. SWIFT ist eine in Belgien registrierte Firma, als Genossenschaft registrierte, aber sie ist für das US-Finanzsystem. Wenn die US-Regierung entscheidet, ein Land wird ausgenommen aus dem SWIFT-System, wie es mit dem Iran zweifach passiert ist, dann können aus diesem Land keine Finanztransaktionen mehr erfolgen. Wir haben bis heute es nicht geschafft, eine wirklich gewichtige EU-Rating-Agentur zu schaffen, auch obwohl wir hier schon seit 12 Jahren darüber diskutieren. Also ich verstehe nicht, dass nach 2008, 12 Jahre später, all diese Dinge nicht gelungen sind. Und da ist einfach eine Bringschuld vieler Akteure erforderlich. Wir hatten eine Reise der Superlative mit Bundespräsident Van der Bellen im April 2018 in die Volksrepublik China mit gewaltigen Delegationen und es wurden dort einen Nachmittag lang Verträge unterschrieben. Ich habe mich selten so unwohl gefühlt wie bei dieser Zeremonie, weil es wurde ein regelrecht aus. Es ging nicht darum, dass eben die chinesischen Anteilseigner 45, 50, vielleicht auch von mir aus 51% erwerben, sondern es ging wirklich um 100% Übernahmen. Und umgekehrt ist es quasi unmöglich, in eine chinesische Firma einzusteigen, jenseits der 30-40%, beziehungsweise müssen sie dann auch jedes Mal mittlerweile ein Mitglied des ZK-Politbüros mit an Bord haben. Und das sind Entwicklungen, die absehbar waren, die nicht vor einigen Jahren begonnen haben, sondern teilweise schon sehr, sehr viel länger her datieren. Wie gesagt, nur als Kennziffer auch, weil Eva vorhin von den Zahlen, die China beeindruckend sind, 60% des Umsatzes des größten Autokonzerns der Welt, nämlich Volkswagen, werden in der Volksrepublik China gemacht. Und was immer da jetzt passiert, es hat einfach dann seine geopolitischen Implikationen. Und da kann man dann einfach, das sind Fakten, an denen kommen Sie nicht vorbei. Und solange wir in dieser unendlichen Abhängigkeit von einem Finanzwesen sind, das durch einen SWIFT, einen oftmals sehr politisch motivierten SWIFT sind, und abgelöst wird das meines Erachtens nicht durch einen europäischen Finanzmarkt. Mittlerweile hat auch der Finanzplatz Luxemburg mit der Volksrepublik China ein Memorandum of Understanding unterzeichnet vor 1,5 Jahren, was China wiederum ermöglicht, den Renminbi in Luxemburg zu handeln, in einem Umfang, der jegliche Multilateralisierung des Euros zurückdrängt. Ja? Also den Euro sozusagen zur Reservewährung zu machen, wo viele jetzt meinen, das wäre jetzt wieder die Chance, weil die USA mit der Dollarkrise und so weiter, ich weiß es nicht. Ich fürchte, die Auseinandersetzung wird eine sein im Finanzmarktsektor, Wirtschaftssanktionen, plus Technologie. Die Auseinandersetzung wird eine sein in der Technologie der Mobilität, der Energieerzeugung und da geht es letztendlich auch immer wieder um den Zugang zu den Rohstoffen und da sind wir wieder bei der Geopolitik. Hier lässt sich wenig aushandeln, hier wird physische Präsenz immer wieder etwas Entscheidendes sein. Ich wollte dazu nur sagen, also der Ewald Nowotny von der Nationalbank, er ist jetzt auch schon in Pension, hat eben gesagt, dass Europa ein eigenes Zahlungssystem entwickeln wird, damit wir nicht vom amerikanischen abhängig sind, weil wir ja erpressbar sind durch Sanktionen und so weiter, wie du jetzt gerade gesagt hast. Aber Europa hat es offenbar nicht zusammengebracht. Also ich habe jetzt gerade gelesen, es ist nicht passiert. Ja. Ich wollte sagen, eine Frage, die erste Frage wurde nicht beantwortet. Also wo ist Europa, wenn wir Russland weglassen? Will das noch jemand beantworten? Für uns ist, mit Russland ist es ein Problem, weil Russland denkt, dass sie der dritte Rom ist. Also sie haben eine selbstständige Position und möchten das nicht wechseln. Also für uns verschiedene Möglichkeiten mit Zusammenarbeit mit Russland sind sehr beschränkt. Aber natürlich, wir haben von der Geopolitik gesprochen, Russland existiert. Und wir müssen damit rechnen. Und das ist unmöglich, dass Russland isolieren. Unser Problem ist nicht zu starkes Russland, sondern zu schwaches Russland. Weil Russland ist sehr instabil und es ist ganz gefährlich, wenn wir Russland
fallen lassen. Also wir brauchen Russland, und damit wir gewisse Gleichgewicht und gewisse Stabilität in unserem Raum zu schaffen. Und das war wirklich in Zeiten 1989, das war auch dieser Problem. Ja. Europa musste sich entscheiden, entweder vertiefen oder erweitern. Und sie hat sich entschieden für Erweiterung, und das war richtig so, weil damit sie wirklich stabilisierte Gesamtsituation nach dem Fall von Sowjetunion. Und das war eine Bewegung, welche könnte natürlich verschiedene Konsequenzen haben. Und Europa hat es stabilisiert, also wir sind nicht ohnmächtig, das ist sicher so. Aber zu der Frage, Russland existiert, sie ist nicht so stark, wie wir denken, auch China ist nicht so stark. Ich hatte eine Möglichkeit, mit Verteidigungsminister von Indien zu sprechen, und Hauptrisiko für Indien ist Zerfall von China. Ja? Weil also sie sind nicht so stark, wie sie aussehen. Russland ist auch nicht so stark, aber Russland ist stark genug, damit mit ihm rechnen müssen. Und es ist, die Geschichte zeigen immer so, dass Russland hatte Einfluss auf Europa und Europa hatte Einfluss auf Russland. Also damit müssen wir etwas tun. Also isolieren unmöglich. Aber was machen, das ist eine andere Sache. Also vielen Dank, meine Damen und Herren. Sie wollten noch eine Frage stellen? Ja, bitte gern. Ich hätte noch eine Frage an Sie bitte, und zwar diese durch Los zusammengestellten Bürgerräte in den Kommunen. Ich kann nur von den Kommunen sprechen. Wie schwierig ist es, dass die dann auch Ja dazu sagen? Weil dann hört es ja mit der Demokratie schon wieder auf, wenn ich sage, du bist jetzt durch Los entschieden und du musst jetzt hergehen und musst da jetzt mitarbeiten. Weil in den Kommunen passiert es an und für sich schon, Bürgerbeteiligungen sind ganz, ganz wichtig. So eine kleine Kommune, wie es bei uns ist in Gmünd, man kennt sich gegenseitig, also die Tür der Bürgermeisterin oder der in der Kommunal tätigen Menschen steht immer offen, man trifft die Menschen auf der Straße und. Also ich denke schon, dass Bürgerbeteiligung da ist, aber nicht in der Form, dass ich jetzt benamse und sage, ich habe Bürgerräte. Und wir haben schon oft Versammlungen gemacht, wo wir die Bürgerinnen und Bürger eingeladen haben und haben gesagt, bitte sagt uns, wie möchtet ihr das haben oder wie sollen wir hier entscheiden, sprich jetzt unseren schönen Schlosspark da hinten und. Und es sind sehr wenige Menschen gekommen. Also da muss man direkt werben, dass wirklich dann das Interesse da ist, dass man wirklich nur miteinander spricht. Das ist ja dann gar hochtrabendes Gremium, sondern man kann einfach sagen, was man sich denkt. Und trotzdem kommen da oft sehr wenige Leute. Und wenn da jetzt durch Los entschieden wird, also ich schaue jetzt da, 5400 Einwohner haben wir, und jetzt gehe ich her und sage, ich möchte gerne 10 Lose verteilen, hätte ich die Angst, ich probiere es nämlich einmal aus, mich interessiert das wirklich. Oder 10 sind 20, glaube ich. Ob diese 20 Menschen dann auch wirklich kommen und ganz ehrlich sagen, mir würde das gefallen oder das ist ein Blödsinn. Also das, da bin ich wirklich, in der Form haben wir es noch nicht ausprobiert, aber wir haben zum Beispiel Bürgerrat da, wo wir dankbar sind, wo die Menschen da einschreiben, Herr Stelge oder Frau Bürgermeisterin oder Herr so und so, wie wäre es mit dem und dem, oder man geht in die Schulen oder man lädt die Menschen ein aufs Gemeindeamt. Aber so mit Losentscheid, das haben wir natürlich noch nicht gemacht, aber mich würde es interessieren. Danke. Es kommen nicht alle, das ist aber auch klar. Ja? Also es gibt einfach viele Menschen, die sagen, na, ich hab dafür keine Zeit oder was auch immer. Also es kommen, ich würde mal so sagen,
es hängt sehr stark von der Gemeinde ab. Ja? Beteiligungskultur entwickelt sich und wenn Sie das erste Mal was machen, kann es sein, dass viele kommen. Es kann aber auch sein, dass viele sehr skeptisch sind und sagen, ich warte mal ab, ja? Was die sagen, die dort teilgenommen haben. Dazu kenne ich Gmünd nicht oder das wäre ein Experiment. Aber wir machen es immer so, für so einen Bürgerrat Vorarlberger Modell, da nehmen 15 Personen teil, ja? Und wir müssen mindestens 10 bis 20 Mal so viele auslosen und anschreiben, als damit wir diese Anzahl von Menschen haben. Ja? Die dann aber kommen, also es ist ja eine Hürde, weil eineinhalb bis zwei Tage sitzt man zusammen, Freitag, Nachmittag und Samstag in der Regel, ja, und entwickelt. Aber es ist noch nie jemand aufgestanden und hat gesagt, na, das ist mir zu blöd oder das ist fad oder ich gehe wieder. Ja? Also es waren alle, und das ist wirklich, das sage ich jetzt nicht nur so, am Ende eines solchen Prozesses, sind alle mit Begeisterung da rausgegangen und gesagt haben, ich habe so viel gelernt über meine Gemeinde, ich habe so viel gelernt über das, was da wichtig ist, und diejenigen, die Auftraggeberinnen, also die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, sagen auch, wir haben so viel gelernt, was da alles an Wissen, an Gedanken, an Meinungen, an Sichtweisen da ist. Und das ist einfach extrem wertvoll für uns, die wir politische Entscheidungen treffen müssen. Aber ich sage, wenn man so etwas macht, das Allerwichtigste ist, als politisch tätige Person, also als beauftragende Stelle, wenn Sie diese Ergebnisse nicht wirklich sozusagen auch dann in Betracht ziehen, weiter damit arbeiten, dann ist es besser, keinen zu machen. Ja, zum Beispiel ich. Also es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die ausgebildet sind in dieser Methode. Und also wir haben schon viele, viele solche Bürgerräte gemacht zu ganz unterschiedlichen Themen. Und wir machen das immer zu zweit, weil das eine aufwendigere Methode ist, quasi von der Moderation her. Aber ich würde mal sagen, probieren Sie es aus und lassen Sie sich überraschen von den Wirkungen. Ja, aber ich komme gerne einmal und wir können uns da unterhalten darüber und Sie können sich dann entscheiden, ob das was ist für Gmünd oder nicht. Ich habe zum Beispiel mehrere Bürgerräte in der Region Mauthausen gemacht, wo es darum ging, also das ist ein sehr kontroversielles Klima dort in Bezug auf die Vergangenheit, aber auch um zukünftige Entwicklung. Und diesen Prozess, den wir dort gemacht haben, mit mehreren unterschiedlichen Formaten und mehreren Bürgerräten, da hat eine Frau dann gesagt, ich habe das Gefühl, jetzt kann Heilung beginnen. Ja? Und das ist, finde ich, ein sehr aussagekräftiger Satz, wo einfach wirklich ganz viel Kontroversen sind rund um das Thema Vergangenheit und die Verantwortung dafür und reden drüber oder gar nicht mehr oder endlich mal Schlussstrich oder andere sagen, wir haben nicht einmal angefangen, ehrlich drüber zu reden. Also solche Dinge, das sind sehr intensive Prozesse. Ich kann sie nur wirklich empfehlen, aber man muss vieles durchdenken im Vorfeld, klar, und es muss passen. Vielen Dank. Also ich möchte mich einmal zuerst bei meinen Podiumsteilnehmern bedanken für die wirklich interessanten Vorträge und bei Ihnen für die spannenden Fragen und für das lange Zuhören. Ich verliere heute meine Stimme. Die europäischen Eliten, falls die keine Lösungen finden, dann könnten sie ja solche Bürgerräte einsetzen und dann wird auch diese Demokratiemüdigkeit, weil sich die Bürger eben nicht gehört fühlen, abnehmen wahrscheinlich, weil das ist jetzt wirklich eine Gefahr, wenn die Bürger das Gefühl haben, dass sie die politischen Eliten nicht mehr
hören, dann werden sie diesen Unmut, werden die Rechten ausdrücken und die rechten Bewegungen werden stärker werden und deswegen wird es auch zu einer Gefahr auch unserer Demokratie kommen. Und ich hoffe, dass es nicht und ich hoffe auch, dass da ein Umdenken stattfindet. Vielen Dank fürs Zuhören und Dableiben. Ja, geschätzte Damen und Herren, wir haben heute Zwischenbilanz. 2 Tage Waldviertelakademie, 36 Sommergespräche, eine spannende Diskussion, wegweisend für Europa. Und wir haben, glaube ich, wenn die Pandemie was bewirkt hat, und die hat vieles bewirkt, dann hat die Pandemie bewirkt, dass wir Europäer, wir Österreicher gelernt haben, dass wir zu sehr abhängig sind von anderen Ländern. Ich glaube, das hat sehr, sehr viel gezeigt, dass man da sehr wohl wieder nachdenken muss. Und Globalisierung und Regionalisierung hat die Regionalisierung wieder einen Stellenwert gewonnen. Und ich muss Danke sagen dem Podium. Und die Frau Kneißl hat, ich mache jetzt kein großes Co-Referat, aber müssen wir bedürfen, 2, 3 Sätze dazu zu sagen. Das Thema der Bildungsdefizite, Sie haben es angesprochen, positiv im Eingang. Wir brauchen den Durst, den Hunger, Wissen zu lernen. Der Zwickel hat das sehr treffend formuliert. Wir haben Bildungsdefizite. Wie gelingt es unseren Schulen, unseren Lehrern, uns Erwachsenen mit unseren Kindern, diesen Durst, diesen Hunger nicht zu stillen, sondern zu erwecken, dass das Thema weitergeht. Weil nur so werden wir die Herausforderungen, wie es der Herr Spittler auch gesagt hat, Europa ist eine tolle Einrichtung. Wir müssen aufhören, Europa schlecht zu reden. EU-Europa ist ganz was Tolles. Es kann nur besser werden. Und ich muss auch aufhören zu sagen, es gibt keine Bürgerbeteiligung, es ist alles so schlecht. Ich glaube, dass es sehr vieles gibt. Du hast jetzt auch ein bisschen, Eva, wenn ich dir widerspreche, zu sehr den Pessimismus herausgestellt. Europa ist eine tolle Einrichtung, wir haben viele Bürgerbeteiligungen. Es kann immer nur besser gehen. Wir sollten viel mehr, und das ist die Denke, die wir leider in vielen Bereichen haben, was mich ärgert immer wieder, und ich sehe mich ja als Waldviertelakademie als Teil der Zivilgesellschaft, wir müssen auch die vielen positiven Beispiele herzeigen. Es gibt so viele positive Sachen, und die müssen wir weitertragen, und das ist auch Aufgabe der Waldviertelakademie. Danke für die heutige tolle Diskussion. Aber es ist eine Zwischenbilanz, wir haben ja noch weitere Tage vor uns. Ich darf nur ganz kurz, ich mache schon kurz. Morgen geht es weiter, die Präsenzveranstaltungen sind heute mit Empfang anschließend vorbei. Sie haben dann immer die Möglichkeit, uns digital zu hören. Konkret morgen, nein, morgen noch nicht, morgen schon, aber morgen um 15 Uhr, Hoffnung, Angst oder Mut, wie Veränderung unser Leben prägen. Da sind wir wieder beim Thema der Veränderung. Wie können wir Kraft schöpfen, wie können wir Hoffnung schöpfen? Das muss nicht in der Angst in die Enge treiben lassen. Um 15 Uhr kann man das sich anhören. Eine spannende Geschichte mit Herrn Faumer, ein Verhaltensforscher, Verhaltensbiologe. Der Reinhard Linke hat da ein tolles Gespräch mit ihm geführt. Das gibt es morgen ab 15 Uhr. Oder, damit Sie ein bisschen Pause haben, um 18 Uhr gibt es die nächste Veranstaltung digital der Waldviertelakademie, die Zukunft der Arbeit, krisenbedingte Veränderungen. Mit Marin und Eva Pfisterer haben wir ein tolles Gespräch aufgezeichnet. Ab morgen, ab 18 Uhr, online bei der Waldviertelakademie anzuhören. Und die Sommergespräche haben ja 4 Tage. Da gibt es auch am Sonntag ein Programm, auch wieder nur digital. Um 13 Uhr die Wirtschaftsmatinee, ein tolles Gespräch mit unseren Denkfabrik-Experten Schellhorn. Er spricht, was Corona nicht alles ändert. Die aktuelle Krise beschleunigt vielmehr Entwicklungen, die bereits vorher begonnen haben. Ist auch heute sehr deutlich angesprochen worden. Ich lade Sie, ich lade euch ein, die Gespräche der Waldviertelakademie, der 36. Internationalen Sommergespräche, auch dort weiter zu verfolgen. Ich wünsche Ihnen noch, jetzt gibt es anschließend einen kleinen Empfang, bleiben Sie noch da, die Referenten stehen auch nur zur Verfügung. Nehmen Sie Impulse mit. Und wir versprechen Ihnen, auch wenn Corona die 36. Sommergespräche etwas modifiziert gestaltet hat, Reinhard Linke hat es gestern auch schon gesagt bei der Eröffnung, es wird auch Sommergespräche 37 geben im Jahr 2021. Und ich glaube, dass die Themen, die da am Tisch stehen, und unser Ansatz der Akademie ist es, und damit bin ich schon fertig, kritisch zu diskutieren, aber den positiven Ausblick, ob das Bürgerbeteiligung ist, ob das Regionalisierung ist, ob das Mut ist. Ich habe jüngst mir ein Buch gekauft und das lese ich gerade. Zukunft wird mit Mut gemacht. Schönen Abend. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, wie bereits erwähnt, laden wir nun zum Empfang.
Ich darf Sie bitten, auf die Sicherheitsabstände zu achten und unser Einbahnsystem zu beachten. Bitte nur von rechts zum Buffet zugehen. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und anregende Gespräche. Auf Wiedersehen. Idealism prevails. Make the world a better place.